Finde das Ingenieurmuster. Ich glaube, das Ingenieurmuster hatte ich doch schon. Moment, ich lade nochmal den anderen. Laden. Speicherplatz. So, jetzt habe ich. Ich habe keine Ahnung. Finde das Ingenieurmuster. Ich dachte, das habe ich schon beim letzten Mal gefunden. Nicht? Hm. Moment. Zurück zum Menü. Bestätigen. So, ich gucke nochmal. Weil irgendwie 3 Stunden und 7 Minuten steht hier gerade. So, spielen. 3 Stunden, 6 Minuten. Hä? Keine Ahnung, das ist völlig random. Aber ich sag mal, wegen der einen Minute. Ne? Mach ich mir jetzt mal nicht ins Hemd, ich habe nur das eine. Okay. Finde das Ingenieurmuster. Ich war eigentlich der Meinung, dass wir das schon gefunden haben, aber. Dann machen wir uns einfach nochmal auf die Suche danach. Ich weiß nicht, was das da hinten gerade ist. Das ist irgendwie, da müssen wir, glaube ich, hin. Haben wir eigentlich eine Aufgabenübersicht? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Besondere. Es gibt irgendwo eine Aufgabenübersicht. Ich muss sie jetzt nur gerade mal finden. Hier, Aufgaben. Finde das Ingenieurmuster. Finde das technische Shuttle. Ah, okay. Finde das Ingenieurmuster ist dann offensichtlich entweder das oder das. Ja, irgendwie so. Ich fliege erstmal nach da oben. Und guck mal. Wir müssten rein theoretisch auch mal was essen und was trinken, wie es aussieht. So. Haben wir noch Wasser? Wasser. Hier ist kein Wasser drin. Hier ist offensichtlich auch kein Wasser drin. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Titan. Und wir haben Eis. Okay, ich kann mir auf jeden Fall aus Eis was zu trinken machen. So, ich muss gerade mal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe irgendwie gerade wieder eine andere Steuerung im Kopf. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Naja, wie dem auch sei. So. Einmal. Na, jetzt habe ich es weggeben müssen. Mann, ey. Gib her. Hallo? Jetzt. Komisch. So, okay. Das sollte reichen. 99 von 100. Das sieht gut aus. Okay. Dann schweben wir einfach mal nach da oben. Ich hatte ja auch den Düsenanzug, ne? Genau. Also die Düsen hatte ich jetzt schon. Dann kann ich nämlich mal hier rüber schweben. Und dann gucken wir mal, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Das sieht aus wie ein Schrottteil. Hier ist Strahlung. Okay. Also, hier befindet sich nur Strahlung. Da ist noch irgendwas. Halt, das möchte ich mitnehmen. Das ist nämlich Metall. Okay, ansonsten haben wir jetzt hier nichts weiter. Dann heißt es, dass wir zu diesem Shuttle da müssen, weil hier ist jetzt nichts mehr. Da haben wir jetzt wirklich alles abgesucht. In diesem Sektor. Halt, was ist das? Das ist was zu essen. Nährstoffglibber. Ich finde das toll. Nährstoffglibber ist toll. Aber ich finde das so lustig, dass sie das Spiel selber nicht ernst nehmen, die Entwickler. Also scheinbar. Weil Nährstoffglibber oder keine Ahnung, dass du einen Huhn als Allzweckwerkzeug benutzt und lauter so einen Spaß. Das finde ich echt cool gemacht. Also, das ist mal wieder seit langem so einem Spiel, wo ich sagen muss, hier steckt ganz, ganz viel Herzblut drin. Hier steckt ganz viel. Wie soll ich sagen, Kreativität vor allen Dingen auch drinne. Und das ist sowas, was mir in den letzten Jahren bei Spielen so dermaßen abgegangen ist. Ich fand es halt so schade, dass alle immer irgendwie. Dass alle dasselbe immer nur gemacht haben. Inventar ist voll, na scheiße. Okay, ich esse mal gerade was. So, jetzt kann ich das mitnehmen. Und jetzt kann ich das untersuchen. Die Beine des Technikers. Unfortunately, due to the security protocol, I cannot tell you that the special magnets built into his engineering boots can be used to illegally open the back panel of Breathedge Coffins. Ja, ich habe jetzt gerade den sozusagen Allgemeinschlüssel gefunden, um die Särge zu öffnen. Aber dieser Schlüssel, ich lese es gleich nochmal vor, war irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, was es war. Es war irgendwelcher Schrott. Ich guck gleich mal. So, öffne ein paar Särge. 0 von 200 vor allen Dingen. 200 Särge. Ich kann doch nicht 200 Särge öffnen. Habt ihr einen Schaden oder was? Moment. Ich schaue mal gerade in meine Aufgaben. Beziehungsweise, wo war das hier? Da. Okay. Nachrichten. Was? Raumanzug. Ich glaube, das hier ist das, oder? Ich glaube. Ein witziges Spielzeug mit einem nicht witzigen Namen. Die Entwickler sind eindeutig 13 Jahre alt. Raumanzug. Die Langlebigkeit der Konstruktionsmodule ist beeindruckt. Selbst ohne. Nee, warte mal, ist das richtig? Oder ist das jetzt hier ganz unten? Moment, ich glaube nicht, oder?
Nee. Das war doch richtig. Ich war doch richtig hier oben. Okay, das ist es. Ich war mir nicht sicher, ob die Beine des Technikers intakt geblieben sind, aber wir hatten Glück. Leider kann ich Ihnen aufgrund des Sicherheitsprotokolls nicht sagen, dass die in seinem technischen Stiefel eingebauten Spezialmagneten verwendet werden können, um die Rückwand von Brashad-Zergen illegal zu öffnen. Naja. Er kann uns das nicht sagen, aber er hat es uns indirekt gesagt. Macht ja nichts, ne? Sie brauchen wahrscheinlich eine Erklärung dazu. Ich habe kein Recht, Ihnen mitzuteilen, dass die Särge der Breath Edge Agentur untereinander Informationen über vorbeifliegende Hindernisse austauschen, um Kollisionen im Weltall zu vermeiden. Aber das Sammeln dieser Informationen würde helfen, die Trajektorie, was? Die Trajektorie, wie auch immer, der Kapitänsbrücke zu bestimmen, die wiederum die Koordinaten ihrer Kollision mit dem Linienschiff bestimmt. Ah ja. Okay. Was auch immer das ist, ich habe keinen Plan. Wir haben auf jeden Fall einen Magneten gefunden und wir müssen jetzt, ich glaube, müssen wir das Ding jetzt bauen, die Ausrüstung. Das sieht ganz danach aus. Nee, doch hier. Magnetischer Hauptschlüssel. Ich brauche noch ein dickes Isolierband. Das baue ich mir noch gerade einmal. Alles jetzt gebaut. Oh, dass man da nicht wegklicken kann. Das ist so doof. Na gut, okay. Dann haben wir das jetzt einmal gebaut. Ich baue mir dieses Werkzeug. Oh, ein bisschen Platz jetzt gemacht hier. Zack. Okidoki, magnetischer Hauptschlüssel. So, den lege ich mir mal auf die 1. Und damit gehen wir jetzt einfach mal ein paar Särge öffnen. Warum auch nicht? So, ich muss jetzt aber allerdings erstmal schauen, wo waren denn welche? Hier oben war doch irgendwo einer. Da ist. Nee, das ist keiner. Ja, wo waren die denn jetzt? Ja, genau. Ich muss das alleine herausfinden, dass das Ding magnetisch irgendwie ist. Ich glaube, da oben ist einer gewesen. Dazu schwirre ich aber nochmal kurz zurück, um nochmal Sauerstoff zu holen. Ich muss jetzt. Ich gucke gerade nochmal, was er, hups, gesagt hat. Nachrichten. Die Technologie des Öffnens der Rückwand von Breath Edge Agentur-Särgen ist eine kommerzielle Verschlusssache und deshalb kann ich Ihnen nicht raten, den Magneten einzuschalten, ihn an das Schloss anzubringen und den Abzug zu betätigen, um den Verriegelungsmechanismus zu lösen. Sie müssen es selber herausfinden. Okay, das haben wir jetzt offensichtlich auch selber herausgefunden, gerade in dem Moment, weil er es uns wieder mal gesagt hat. Er ist ein sehr guter, beziehungsweise eine sehr seltsame KI, wie auch immer. Ich glaube, hier oben war irgendwo ein Sarg. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich meine, dass da war einer. Ich schwör mal gerade dahin. Und schau mal, wie es da aussieht. Ja, das ist definitiv einer. Ich weiß halt nicht, aber 200 Särge kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so arschig gewesen sind und das gemacht haben. Dass man 200 von den Dingern öffnen soll. So, öffnen. Tatsache, die haben es wirklich gemacht. Ich kann doch jetzt nicht 200 von den Dingern öffnen. Ich weiß doch gar nicht, wo die alle sind. Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft? Ich habe doch gar keine Ahnung, wo die Teile überall rumschwirren. Da ist noch einer. Ich kann jetzt nicht 200 von den Dingern öffnen. Das geht doch überhaupt nicht. Ich habe nicht mal so viel. Ja. Moment, ich lese gleich, was er gesagt hat. Ich muss nur gerade mal nach Hause fliegen, weil ich nämlich sonst keinen Sauerstoff mehr habe. Das wäre sehr fatal. Und würde nur dazu führen, dass ich, ja, sterbe. Das muss ja nicht sein. Das muss absolut nicht sein. Deswegen fliege ich jetzt wieder heim. Boah. Ich schaue gerade nochmal, was er gesagt hat. Weil ich kriege das halt nicht mit. Also, wenn die das auf Englisch reden, ist schwierig. Sie machen das großartig. Sie haben es fast geschafft. Kommen Sie schon. Nur noch ein paar weitere. Tun Sie es, bevor Sie erkennen, dass diese Mechaniken das Spiel nur künstlich verlängern. Ach, ja, habe ich mir schon gedacht. Toll. Danke. Sehr nett von ihm. So, ich schwöre mal gerade hier rüber, aber ich glaube, da war kein Sarg mehr. Ist sowieso seltsam, dass man hier Särge öffnen muss. Naja, ist schon ein wenig, ja, ne? Morbid. Nennen wir es morbid. Haben wir hier unten irgendwo einen dabei? Ich sehe es gerade leider nicht. Ist alles so weit weg? Okay. Hier gibt es leere Särge. Ich kann mir sogar einen aussuchen, wenn ich das will. Ich habe aber keinen Bock drauf.
Looks like somebody probably wanted to improve the speed characteristics of this Coffin, which is a direct violation of the contract, although the idea was implemented quite well. Wow, welch ein Glück, dass wir für dich geschrieben haben. Du, was? Dass wir für dich geschrieben haben, du hast nur 3 Versuche gebraucht. Bist du dir sicher, dass du die lizenzierte Version des Spiels ohne Cheat spielst? Mein Spiel ist eine Raubkopie, mein Spiel ist lizenziert. Natürlich habe ich das Original. Hä? Was? Seid ihr bescheuert? Okay. Seconds are enough. Apparently, the captain's bridge damaged the tank with mayonnaise on the port side of the liner. The mayo got pulled into the core's gravitational field, which increased its mass and decreased its activity. Bombarding core with other similar debris would lead to a further decrease in its activity, probably. What's left to do is to find something with similar properties in mayo and not kill yourself. Ja. Ich kann das leider nicht verstehen, was du sagst. Du redest viel zu schnell. Das ist ein Problem für mich. Was? Ja, halt doch die Klappe. Oh. Was war das? Was hat hier so ordentlich Bums gemacht? Jetzt muss ich gerade gucken. Moment, er hat irgendwas gesagt. Also das war jetzt gerade wichtig. Och. Ja. So, Teil des Prophet-Schlagers. Es gibt noch ein paar leere Särge. Du kannst sogar einen für dich selbst auswählen, wenn du willst. Dies ist eine nicht standardmäßige Modifikation. Sieht so aus, als wollte jemand wahrscheinlich die Geschwindigkeitseigenschaften dieses Sarges verbessern, was einen direkten Vertragsbruch darstellt, obwohl die Idee recht gut umgesetzt wird. Erzähle nicht die ganze Zeit hier was, ey. Komm doch nicht. Egal. Daten erfasst. Die Analyse wird etwa 3 Tage dauern. Ach nein, 3 Sekunden sind genug. Anscheinend hat die Kapitänsbrücke den Tank mit Mayonnaise auf der Backboard-Seite. Oh, kannst du mal die Klappe halten? I repeat, entirely by accident, cracked the data block, which I had insufficient privileges to access. From the information gathered, I can conclude that the agency coffins not only transmit information about obstacles, but also exchange strange encrypted data packets. Unfortunately, even when threatened with a drill, I wouldn't have enough power to decrypt it. You would need some military equipment here. Ja, danke. Danke, dass du mir ins Wort gefallen bist. Ich mag sowas, ja, ne? 3 Sekunden sind genug. Anscheinend hat die Kapitänsbrücke den Tank mit Mayonnaise auf der Backbordseite des Linienschiffs beschädigt. Die Mayo wurde in das Schwerefeld des Kerns gezogen, was ihre Masse erhöhte und die Aktivität verringerte. Die Bombardierung des Kerns mit anderen ähnlichen Trümmern kann wahrscheinlich zu einer weiteren Abnahme seiner Aktivitäten führen. Was bleibt, ist etwas mit ähnlichen Eigenschaften wie Mayo zu finden und sich nicht mit solchen Experimenten umzubringen. Das ist ein Schwachsinn, ey. Scheint so, als würde das Linienschiff allmählich auseinanderfallen. Wir müssen uns beeilen. In diesem Zusammenhang werde ich die Strahlungssensoren ein wenig kalibrieren. Sie können viel näher an das Linienschiff herankommen und wir gehen einfach davon aus, dass sie überhaupt keine Strahlung ausgesetzt sind. Ja, okay. Warum brauchen Sie einen neuen Raumanzug? Ich bin besser als jeder neue Raumanzug. Ich empfehle nur, die aktuelle Ausrüstung zu aktualisieren. Zum Beispiel lackieren Sie den Helm. Ich bin mir sicher, es wird helfen. Apropos Normandie. Ihr Gesprächspartner hatte diese Shuttle mit Überlebenden bereits erwähnt. Es wäre schön, es zu finden, bevor sie tatsächlich alle zerstören. Ich werde einige interessante Orte markieren, die ich über das SAG-Benachrichtigungssystem gefunden habe. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Er hat nämlich gerade nochmal aktualisiert. Wenn Sie mehr Särge öffnen wollen, besteht die Chance, dass ich neue potenzielle nützliche Trümmer aufspüren kann, während Sie meine Anti-Vandalisierungsprogramm mit strafrechtlicher Verantwortung konfrontiert. Dank Ihrer Folter habe ich nun gegen das Datenschutzprotokoll von Breathedge verstoßen, sondern auch ganz zufällig, ich wiederhole, ganz zufällig den Datenblock geknackt, auf dem ich nicht genügend Zugriffsrechte hatte. Aus den gesammelten Informationen kann ich schließen, dass die Särge der Agentur nicht nur Informationen über Hindernisse übermitteln, sondern auch seltsame verschlüsselte Datenpakete austauschen. Leider hätte ich die selbst bei Drohungen mit einer Bohrmaschine nicht genug Energie, um sie zu entschlüsseln. Sie bräuchten hier etwas militärische Ausrüstung. Ah ja. Okay, was hat Babe noch geschrieben? Was hast du getan? Warum explodierst? Was? Was hast du getan? Warum explodierst du die Kapitänsbrücke im Kern? Ja, ich explodiere sie. Du musst den Knopf alle Passagiere töten drücken. Ich könnte sterben. Oder du kannst zumindest die Brücke nach Normandie schicken, wo andere Überlebende dich essen wollen. Okay, ja, naja gut. Wie auch immer. Normandie. Es ist schon spät. So, wir brauchen einen neuen Helm und für den neuen Helm brauchen wir Aluminium, Glas und 4-mal Farbe. Und ich meine, dass das jetzt scheiße ist, weil die Farbe liegt zu Hause.
Also, die liegt in dem anderen Raumschiff. Ja, super. Das ist ja wieder geil. Muss ich jetzt wieder nach zurückfliegen, weil Alu habe ich eigentlich. Also, Aluminium hatte ich mal. Ich habe keine Ahnung, wo es hin ist. Wo ist denn das Alu hin? Ich habe doch Aluminium gesammelt wie einen Bekloppten. Ja, offensichtlich nicht. Ich habe keine Ahnung. So, ich lagere gerade mal ein bisschen Stoff ein. Und ja, so ein paar von den Harzen. Sauerstofftank, ja, naja, ja. Ich baue mir auf jeden Fall nochmal was zu essen, was Sinnvolles zu essen. Das kann ich gar nicht aussprechen. Aluminium. Meine Fresse. Was für ein Wort, ey. Veredeltes Metall. Nee, das möchte ich nicht. Wie wär's denn mit etwas Wasser? Als erstes schon mal. Das wäre schon mal, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So. Ich sah überlebende Aufzeichnung und fand heraus, wer das Schiff zerstört hat. Es ist schrecklich, aber ich kann es so nicht so sagen. Komm schnell und ich zeige es dir. Ja, ja. Genau, ich esse mal noch eine salzige Packung, weil dafür muss ich wieder Wasser trinken, auf jeden Fall. Hunger und Durst haben wir noch ein bisschen, aber ich habe jetzt hier kein Wasser mehr. Ich schaue mal hier gerade nach, ob ich hier noch irgendwo Wasser habe. Oh ja, hier haben wir auf jeden Fall nochmal zweimal Wasser, das ist doch schon mal wenigstens etwas. Warum also nicht? Und wir bauen uns nochmal ein Wasser. Tüdelüdelüt. So. Okidok. Und schütten uns das mal noch rein. Wir können uns leider hier nicht ausruhen, weil hier ist nirgendwo ein Shuttle. Beziehungsweise, hier ist einfach kein Bett zum Schlafen. So, und da oben in 297 Metern ist ein Fragezeichen. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich erst nochmal zurück muss zu dem anderen Shuttle. Weil ich habe kein Alu und ich muss ja jetzt was bauen. Warte mal, ich brauchte noch eine Farbe, also ein bisschen Farbe brauche ich noch. Aber ich habe halt keine Farbe mehr hier und ich werde erstmal ein bisschen Gekröse hier lassen. Zum Beispiel einen Scanner. Ich brauche keine drei Scanner und ich brauche auch keine zwei Bohrer eigentlich theoretisch dabei. Da hat nur noch eine Haltbarkeit von 3, Haltbarkeit von 5. Das ist okay, sage ich jetzt mal, ne? Also, die halten nicht mehr sehr lange. Also, können wir die einfach mal mitnehmen, warum denn nicht? Na gut, ich werde einfach mal das Spiel speichern. So. Und wir begeben uns einfach mal auf den Weg zurück, weil ich muss halt Farbe holen. Ich habe hier leider keine Farbe. Und deswegen muss ich einfach mal zurückfliegen und muss mir Farbe von da drüben von dem alten Shuttle holen. Da kann ich eigentlich... Ich bin eigentlich voll doof, ne? Warum sagt mir denn keiner, dass ich mein Inventar leer machen soll? Ach. Das ist doch völliger Knet, wenn ich den ganzen Scheiß jetzt mitnehme. Ich kann doch gar nichts mitschleppen. Oh Mann, ey. Das ist wieder mal so typisch. Ich kann das doch alles hier lassen. Alles da lassen. Komm, mach das ganze Inventar leer. Und den anderen Scheiß mache ich mal hier rein. Halt, das ist noch sowas. Das ist noch ein Kabel. Die lasse ich einfach mal da. Den Baukasten lasse ich da. Die Shawarma lasse ich da. Sauerstoffkerze, warum denn nicht? Die können wir noch mitnehmen. Große Sauerstoffkerzen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so viele dabei. Das ist wenigstens schon mal etwas. So, jetzt haben wir das Inventar ein bisschen leerer. Ich speichere nochmal. Ansonsten wäre das Quatsch, wenn ich das Inventar nochmal leeren müsste. So, und ich schwebe einfach mal nach Hause. Also, was heißt zu Hause? Zurück zu der alten Station, beziehungsweise zum alten Shuttle. In der Hoffnung, dass ich da hinkomme. Weil das ist nämlich verdammt weit weg. Das sind 1,5 Kilometer. Ja, und 1,5 Kilometer im Weltall, so ohne irgendwas, ja. Da muss man erstmal hinkommen. So, hier unten würde ich auch gerne mal reinschauen. Aber ich glaube, da ist nichts drin. Naja, wie auch immer. Hier ist das alte Lenkrad. Huch. So. Ach, hier ist Sauerstoff drin. Wieso ist denn hier Sauerstoff drin? Das ist jetzt interessant. Also hier ist Sauerstoff drin. Ich weiß noch nicht, warum. Huch. Nee, andere Richtung muss ich. Also das ergibt nicht so wirklich Sinn, dass hier Sauerstoff drin ist, weil... Ja, das leckt ja die ganze Zeit. Also da ist ja... keine Möglichkeit, das aufzufangen, ne? Ja. So, ich gebe mal Vollgas. Also, was man hier Vollgas nennen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Sauerstoff-Device näher ist.
kann es leider nicht so richtig erkennen, weil die Zahlen sich überlappen, was wieder mal total toll ist. Aber ich kann noch mal ein bisschen Gas geben. Eigentlich müsste ich ja, wenn ich die Düsen benutze, potenziell schneller werden. Also müsste dann auch irgendwann schneller ans Ziel kommen. Weil ja im Internet, ach Quatsch, im Internet, im Weltall bremst mich ja nichts. Im Internet bremst mich auch nichts, außer die Internetpolizei. Also hier, ich werde ja hier nicht gebremst durch irgendwas. Ich müsste rein theoretisch immer mehr Geschwindigkeit aufnehmen, außer ich bremse. Aber das tue ich ja nicht. Und somit komme ich hier unmöglich vorwärts. Deswegen habe ich zum Glück hier diese Booster dabei, die mich so ein bisschen nach vorne bringen. So, wir haben noch 120 Meter Gefriergefahr. So, hier wird es langsam kalt. Deswegen ist hier auch so viel Eis. Sauerstoff ist nicht unbegrenzt, das weiß ich wohl. Aber ich bin jetzt an einer Sauerstoffstation angekommen und fülle hier einfach mal nach. So, ich könnte rein theoretisch auch eine Sauerstoffkerze nehmen. Ja, das könnte ich auch machen. Aber habe ich nicht. So, Achso, laden. So, ich habe einfach das Ding wieder aufgeladen. Und jetzt geht's weiter zurück zum nächsten. So, das sind auch nochmal 400 Meter. Hallo nach drüben an der Frau Schafi. Hallo. Oh, hier wird es aber ganz schön kalt. Ich muss mal schneller fliegen. Ansonsten sehe ich gleich nichts mehr. Das wird schlecht. Oh, shit. Ich hoffe, ich komme hier da rein in das Ding. Weil da... Ich erfriere nun. Ja, das ist richtig. Weil im Weltall ist es kalt. Und wenn ich Pech habe, sehe ich gleich nichts mehr. Aber hier drin ist so eine... Ich sag mal Heizung. Hallo? Wo ist die Heizung? Hier ist die Heizung. So, jetzt taut das alles wieder so ein bisschen auf. Ein Glück. So, ich bin gerade gegen irgendwas dagegen gedotzt. Ich habe nur keine Ahnung, wo es hin ist. Ist auch wurscht. Wo ging es jetzt nochmal zurück? Ist das das Shuttle? Nein. Scheiße, wo ist das Shuttle? Ich bin... Da lang. Ich habe gerade mich verflogen. Ein wenig. Das ist hart. Ja, ein bisschen. Ist nicht ganz so hart, wie man meinen mag. Ich habe ja noch ein bisschen Sauerstoff dabei. Ich muss nur wieder zurückfliegen. Das nervt mich gerade so ein bisschen, weil ich keine Ressourcen mehr dabei habe, die ich gleich brauchen könnte. Und außerdem kann ich mich da unten nicht ausruhen. So. Einmal aufladen. Oh, warum wird denn das jetzt schon wieder so kalt hier? So, hier lade ich auch nochmal auf. Oh Gott, hier ist kein Sauerstoff mehr drin, oder? Doch. So. Da hoch kann ich. Da wird es nämlich wieder warm. So. Boah, das ist echt arsch. Scharf hier. Huch. So, habe ich es jetzt kaputt gemacht? Ach nein, ich dachte schon, ich dagegen gedotzt bin. Wo ist denn jetzt das Shuttle? Irgendwo da hinten, meine ich. Es wird mir leider nicht angezeigt mehr. Das ist voll doof. Warum wird mir das nicht mehr angezeigt? Was soll denn der Quatsch? Hm, na gut. Ich muss aber zurück, wie gesagt, weil ich keine Farbe habe. Überlebender dockt neben mir an. Leider dockt er mit sehr hoher Geschwindigkeit an und explodiert. Aber es ist immer noch beruhigend, dass du das gleiche tun kannst. Ja. Mach ich aber nicht. Du bist mir suspekt, Troller. Also, weil ich glaube, dieses Babe existiert nur im Kopf. Und deswegen schwierig. So, da hinten ist das Shuttle. Das alte. Ich hoffe, es ist nicht explodiert. Oder ist es das? Ne, da oben ist es. Da oben ist es. Ich hoffe, ich komme noch rein. Alles andere wäre gerade schwierig. So. Was mir auf jeden Fall klar ist bei diesem Spiel, es ist ein sehr, sehr beruhigendes Spiel. Also man kann hier wirklich... Ne? Man kann hier gut bei abschalten, finde ich. Und man kann auch bestimmt sehr gut einschlafen. Tür auf! Oh! Puh. So. Okay, ich habe wieder Sauerstoff. Ich bin wieder zu Hause. Also zu Hause sozusagen. Und werde mich dann erstmal auf die Matratze hier legen und mal kurz ein wenig innehalten und im Shuttlebett übernachten, um meine Gesundheit wieder zu regenerieren, weil Gesundheit ist wichtig und Gesundheit braucht man. Und deswegen einen kleinen Pennymatz sozusagen. Naja.
So, wir sind schon bei 81, 85, 87, 88, 89, 90%. Es steigt langsam, aber sicher wieder an. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal wieder was essen und was trinken. Aber ich habe ja noch ein klein wenig Vorrat hier. So ist ja nicht, ne? Wir haben auf jeden Fall noch eine süße Packung. Eine salzige Packung lasse ich auf jeden Fall mal da. Weil das braucht nur mehr... das braucht einfach nur mehr Wasser, was ich am Ende dann brauche. Was? Beruhigend, ich höre die ganze Zeit nur Sauerstoff ist fast leer oder du erfrierst. Naja, ich meine halt eben, wenn man die Ressourcen alle hat und oder beziehungsweise wenn man die Ressourcen nicht hat, wenn man so ein bisschen farmen muss, dann ist es einfach immer so, dass man halt eben in Ruhe erstmal da rumschwebt und Sachen halt eben sucht und ja, das ist halt beruhigend. Das dauert halt eben, bis man dann alles hat und ja, also das, ich finde das eigentlich eher beruhigend als ja, aufregend, sag ich mal, ne? So, gucken wir mal, haben wir hier noch Alu? Das Plastik, Metall, Kabel, Stoff, Honig. Hier auf jeden Fall nochmal ein Aluminium. Naja, besser als gar keins, sag ich jetzt mal. Ich nehme auf jeden Fall noch das Metall mit. Und ich würde sagen, Glas nehme ich auch mit, weil da unten habe ich nämlich kein Glas. Ja, so. Blei haben wir halt auch da unten nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich es noch brauche. Ich kann rein theoretisch auch nochmal gucken. Ich muss ja den Helm bauen. Und für den Helm brauche ich auf jeden Fall noch... Ach, ich brauche nur noch zwei Plastik. Die habe ich doch hier. Ich habe hier irgendwo Plastik. Wo ist denn das Zeug? Stoff, Plastik. Hier haben wir zweimal Plastik. Du sammelst im Final Fantasy 14 Blumen. Das findest du beruhigend. Ich finde das hier beruhigend, weil es ist einfach beruhigend. Also, ja. Ich mache hier halt einfach so ein bisschen Zeug und ja. Lackierter Helm, ausgezeichneter Schutz vor Strahlung, direkter Sonneneinstrahlung und neugierigen Blicken. Die mangelnde Sichtbarkeit konnte ich jetzt nicht so schnell lesen, weil das so schnell weg war. Die mangelnde Sichtbarkeit kann durch einen erhöhten Geruchs- und Gehörsinn kompensiert werden, was bei Aufenthalt im Weltall unbedingt erforderlich ist. Ja, okay. Dieser Helm ist für den Arsch. Beziehungsweise sieht man... Radiation level is much lower. That's great. I'll give you directions. Fly to the left. Or to be more precise, to the right. Your other right, which is at the top. Okay, that was a bad idea. Was ein Arsch. Was für ein Arsch. Also mit diesem Helm sieht man ja wirklich nichts. Die Strahlungsbelastung ist viel geringer. Das ist großartig. Ich gebe Ihnen eine Wegbeschreibung. Fliegen Sie nach links. Oder genauer gesagt, nach rechts. Ihre andere rechte, die oben ist. Okay, das war eine schlechte Idee. Sehr gut. Ja. Toll, großartiger Helm. Auf jeden Fall. Na gut. Strahlung senken. Wie soll ich denn die Strahlung bitte senken? Ja, ich habe keine Ahnung. Den Helm, den kann ich echt vergessen. Der ist echt für nichts und wieder nichts. Mann, dieses Spiel, ey. Boah, da wird man hier quasi noch, ja. Ich sag's jetzt mal nicht so, wie ich es gerade im Kopf hatte. Doch, ich geh erstmal pinkeln. Hallo? Ah, jetzt füllt sich's. So ist das gut. So, was haben wir denn jetzt hier rausgepinkelt? Ein Plastik. Naja, warum auch nicht? Erste-Hilfe-Kasten kann ich nicht mitnehmen. Okay. Na gut, na gut, na gut, na gut. Ich muss nochmal was trinken. Ich wollte den Container eigentlich nicht mitnehmen. Ich wollte nur das Zeug mitnehmen. So. Okay, jetzt haben wir doch volle Dingens. Und dann sage ich einfach mal, ich schwebe mal wieder zurück. Weil ich ja auch nichts Besseres zu tun habe. So. Einmal mit Vollgas zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit den Sauerstoffkerzen, die ich im Inventar eh schon habe, nicht komplett einmal zurückfliegen könnte. Wahrscheinlich geht das. Ich probiere es einfach mal aus. Was hält mich denn davon ab? Ja, also wenn ich hier auf dem Weg fliege, bin ich sogar noch schneller, wie es aussieht, als wenn ich bis zu dem Fragezeichen fliege. Was logischerweise so ist, weil das Fragezeichen weiter weg war. Ich habe aber wie gesagt genug Sauerstoffkerzen dabei. Das müsste eigentlich passen. Von der Distanz her und allem. So, Gefriergefahr. Ja, toll. Hier ist es einfach arschkalt. Ich möchte nicht einfrieren. Das ist schlecht. So, aber noch geht es. Aber ich glaube mal, die haben das Spiel schon so programmiert, dass man da wirklich von Punkt zu Punkt fliegen muss. Obwohl hier oben eigentlich eine Sonne ist. Ne?
Naja. So, wir haben auf jeden Fall schon mal 300 Meter hinter uns gebracht, glaube ich. Fehlen ja nur noch 1300. Ach. Ja. So ist das halt. So, hier schwebt auf jeden Fall irgendwas mir entgegen. Ich schätze mal, es ist Eis. Ich weiß es gar nicht. So, wir sind bei 23% Sauerstoff und langsam wird es hier kalt. Sauerstoff ist nicht unbegrenzt. Das weiß ich wohl. Deswegen schiebe ich mir gerade mal ein wenig Sauerstoff rein. Und hier wird es gerade wirklich arschkalt. Das finde ich nicht nett. Ist jetzt die Frage, komme ich dann trotzdem noch an? Oder komme ich nicht mehr an? Also wenn ich jetzt auf der Distanz, wenn ich hier so bleibe, dann komme ich definitiv wieder zum Shuttle. Aber mehr sehe ich halt auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich erfrieren kann. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, wir probieren das einfach mal. Wenn ich in der Nähe vom Shuttle bin, dann taut das eh wieder auf. Nein! Scheiße. Das war jetzt gerade doof. Jetzt habe ich eine Sauerstoffkerze weggeschmissen. Naja, egal. Ups. Wenn man die falsche Taste drückt. Ich wollte es spannender machen. Ganz einfach. Ups. Ja, wie gesagt, ich sehe nichts. Aber wie es aussieht, kommt jetzt hier auch gerade nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise stört. Also zumindest nicht bis zu dem Shuttle. Und ich glaube, das Shuttle ist nicht mehr ganz so weit weg. Ich kann es aber nicht sagen, weil die Zahlen kann ich nicht lesen. Was steht da? 800? 800 Meter. Ah ja, okay. Und es wird auch frei. Sehr gut. Ja. Und dann wird die Sicht wieder klarer. Ist doch schön. Das da hinten sieht aus wie ein Todesstern. Das fällt mir gerade mal so auf. Irgendwo ist ein riesiger Tank. Man weiß es nicht. So, auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal 1000 Meter so überwunden. Und bin eigentlich schon sehr, sehr weit gekommen. Logisch, 1000 Meter. Ich bin wieder mal der Held vom Erdbeerfeld hier. Muss jetzt eigentlich nur noch bis da runter schweben. So, und da komme ich mit einer großen Sauerstoffkerze auf jeden Fall noch hin. Ja, 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 Sauerstoff ist nicht unbegrenzt, das weiß ich wohl. So. Aber, wie gesagt, ist kein Problem. Weil, ich schmeiß mir einfach nochmal was hier ein. Und schon kann ich noch die restlichen 260 Meter schweben. Ist alles kein Problem. Ich muss nur nachher dann dahinter schweben. Da muss ich erstmal gucken, was es da hinten Schönes gibt. Weil das weiß ich noch nicht. Ich war noch nicht da. Obwohl, war ich da nicht schon? Ach nee, ich war da unten bei dem Lager. So, und da hinten war jetzt auch gerade was. Das habe ich gerade so im Vorbeiflug gesehen. Aber es war zu spät, ne? Also dass ich geguckt habe. Na, wie dem auch sei. Wir haben auf jeden Fall nur noch 80 Meter, 70 Meter. Und wir sind gleich wieder am Shuttle. Und können dann wieder beruhigt Sauerstoff mitnehmen. Ups. Nehmen wir unterwegs wieder so ein bisschen Gelumpe mit. So, und dann bin ich auch schon wieder da. Alles gut gegangen, bis auf, dass ich eine Sauerstoffkerze weggeschmissen habe, weil ich doof bin. Ja, genau. Eine weitere Satellitenschüssel explodiert. Nur noch eine übrig, aber ich kann sie nicht finden. Wenn du sie siehst, lass es mich wissen. Ja, okay. Weiß ich Bescheid. So, wir packen mal ein bisschen Glas hier raus. Ein bisschen Titan, Blei, Farbe. Weil das brauche ich alles gerade nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den Helm behalten soll. Ich habe keine Ahnung. So richtig Sinn macht er ja nicht. So, okay. Wir haben jetzt wieder alles Unwichtige weg. Und dann geht's jetzt einfach mal zu dem Fragezeichen darüber. Das sind ja 300 Meter. Ich hoffe mal, das reicht vom Sauerstoff her. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal, dass da jetzt Sauerstoff ist. Hätte ich vielleicht eine Kerze mitnehmen sollen? Aber wir probieren das einfach. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht ist Sauerstoff da. Wenn nicht, muss ich schnell wieder zurückschweben. Hier ist auf jeden Fall jede Menge Zeug, was man einsammeln könnte. Mal gucken. Da ist, wie es aussieht, ein Raum. Und in dem Raum ist bestimmt auch Sauerstoff, oder? Such tubes are usually installed in the liner service modules, where they cut down expenses on artificial gravitation. So. Okay, hier gibt es. Oh, ich brauche den Scanner. Okay, wir haben ein Rohr.
Okay, und jetzt schnell wieder zurück. Weil ich glaube, das war's. Super. Okay, das nächste Ziel ist in 1800 Meter. Oh, Gottes Willen. Da, ja, habe ich jetzt ein kleines Problemchen, weil ich gerade da nicht hinkomme. Jetzt die Frage, wie kann ich denn die Strahlung senken? Ja, ich weiß das. Sind nur noch 50 Meter. So, okay, wir schaffen das sogar noch in der Zeit, hier reinzukommen und haben noch genügend Sauerstoff über. Sehr schön. Wunderbar. Das ist jetzt die große Preisfrage. Kann ich irgendwas bauen? Ich kann nichts bauen, weil, ja, ich kann es einfach nicht bauen. Steuerrad, unbekannt. Super. Keine Ahnung. Ich kann kein Steuerrad bauen. Was ist das denn? Ein Kompensator. Eine elektronische Kompensator, um genau zu sein, ein Gerät zur effizienten Verteilung von Strom, der in jeder großen und komplexen Raumfahrttechnik verwendet wird. Raumschiffe würden ohne diese kleine Box dreimal so oft und doppelt so hell brennen. Ja. Also Alkali habe ich. Zu Hause. Oder habe ich es mitgenommen? Kann auch sein, dass ich es mitgenommen habe. Ne, ich habe eins mitgenommen. Zwei veredelte Metall und ein Titan. Das sollten wir ja hinbekommen. Weil ich habe, wie gesagt, ein Alkali mit. Ich habe auch zwei veredelte Metall und ich brauche noch ein Titan. Und dann kann ich das Ding bauen. Ich habe nur noch keine Ahnung, ob ich es brauche oder für was es gut ist. Wo ist es denn nochmal? Da. Ein Kompensator. Ich weiß nicht, für was es gut ist. Wir müssen mal gucken. Wir können ihn auf jeden Fall jetzt bauen. Und für irgendwas muss er ja gut sein. Kann irgendwas kompensieren wahrscheinlich. Strom. Standard. Ich kann nichts an diesem Steuerrad machen. Das ist voll doof. Strahlung senken. Aber wie soll ich denn die Strahlung senken? Ich kann die Strahlung nicht senken, weil ich einfach keine Sachen habe, um die Strahlung zu senken. Ausrüstung. Tja. Da ist guter Rad teuer. Weil jetzt habe ich das Ding gebaut. Und ich weiß nicht für was. Nun. Ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich zu diesen anderen Dingern muss. Und das da unten ist das nächste. Das am nächsten 980 Meter. Und um 980 Meter zu überwinden, habe ich, da brauche ich auf jeden Fall wieder eine Sauerstoffstation zwischendurch. Mindestens eine. Und dafür muss ich jetzt erstmal Ressourcen zusammentüdeln. Und zwar brauchen wir eine Sauerstoffkerze, dickes Isolierband und Alu. Und Alu habe ich nicht mehr. Ich habe keinen Alu mehr. Oder habe ich noch einen Alu? Nee, habe ich verbaselt, ne? Ah, scheiße. So, dickes Isolierband hat er gesagt. Was war denn das andere? Ich habe es wieder vergessen. Alu und, Sauerstoffkerze, genau. Ach ja, und die Sauerstoffkerze habe ich nicht mehr, weil die muss ich ausbauen. Gegenstände, Metall und eine Batterie. Das kriegen wir aber hin. Metall haben wir. Und eine Batterie habe ich noch. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. So, bauen wir ein. Ich kann ja keine große reinstopfen, die Dinger, leider. Aber das macht ja nichts. So, und jetzt brauchen wir noch Alu. So, ein Alu muss ich mir irgendwo beschaffen. Und zwar meistens auf irgendwelchen Asteroiden. Oder ähnlichem. Ja, ich habe gerade keine Ahnung, wo welcher sein könnte. Vielleicht an diesem kleinen Asteroid hier oben. Mal schauen. Beziehungsweise an diesem Stein. Mal gucken, ob hier was wohnt. Hier ist natürlich nichts. Hätte ich mir ja denken können. Da unten ist was. Und an dem Teil ist auch nichts. Das ist auch so ein großer Asteroid, aber ist nichts dran. Das ist schade. Ja, mal gucken, was da drüben dran wohnt. Auf jeden Fall sind da ein paar Ressourcen. Ich weiß aber gerade nicht, was. Das sieht aus wie Eis. Da oben ist nochmal was drauf. Schon mal den Bohrer nehmen. Das ist Eis. Das war mir klar. Na gut, damit kann ich nichts anfangen. Das könnte Alu sein. Ist das Alu? Ja, das ist Alu. Sehr schön. Erschöpfter Vorrat. Nee, ich habe jetzt nur ein Alu. Oh Mann. Was ist das hier unten nochmal? Das sieht auch noch sehr interessant aus.
Alkali. Hier brauche ich einen Greifer. Ich brauche doch aber Alu und kein Alkali. Mann. Mist. Da komme ich nicht weiter. Das ist Eis. Ich habe also in die falsche Taste gedrückt. Und ich muss schon wieder nach Hause fliegen. Wo war denn zu Hause? Hier oben. Ja. So, schnell nach Hause. Bevor uns der liebgewonnene Sauerstoff ausgeht. Das muss ja nicht sein. Juckt die Nase. Das ist auch alles andere als toll. So. Dann gucke ich nochmal. Ich habe jetzt nur ein Alu gefunden. Das ist ein bisschen wenig. Es ist ein bisschen sehr, sehr wenig. Um nicht zu sagen arschwenig. Ja. Ein Lager oder sowas wäre nicht schlecht, was man mal plündern könnte. Da ist noch was. Was ist das? Das ist Eis. Das ist Eis. Da könnte Alu sein. Das ist Alu. Alu? Das ist Alu. Jawohl. So, das schnappe ich mir mal. So, der Bohrer ist kaputt. Das macht aber nichts. Ich habe noch irgendwo einen anderen. Und zwar hier. So. Der hat auch nur noch 5er Haltbarkeit. Aber das ist okay. So, kommt schon. Okay, der Vorrat ist auch erschöpft. Macht aber nichts. Mehr brauche ich hoffentlich auch nicht. So. Okidok. Was ist das hier? Schrott, ne? Das ist Schrott. So. Okay. Gut, dann baue ich mir mal eine Sauerstoffstation. So, die da. Und theoretisch müsste ich die auf 500 Metern, also auf einer Distanz von 500 Metern von hier bis zum Ziel setzen. 500 Meter muss ich mit einer Sauerstoffladung kommen. Dann ist alles kein Problem. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Weil das ist schon ganz schön weit weg. Und es ist noch hinter diesem Asteroiden, wie es aussieht. Shit. Oh, muss ich jetzt um den drum rumschweben? Das wäre echt blöd. Aber ich glaube, ich komme keine 500 Meter mit einer Füllung. Ist, glaube ich, wird nichts. Aber ich muss zu dem, weil das ist der nächstliegende. Tja, gucken wir mal. 700 Meter. Ich muss echt um diesen riesen Klumpen hier drumherum schweben. Ja, das wird ja ein Spaß. Wenn die Düsen nicht immer so schnell alle wären. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch bessere Düsen. Aber ich glaube es ehrlich gesagt fast gar nicht. Aber es könnte sein. Obwohl, es gibt später nochmal so eine Art Moped. Das habe ich jetzt in den Trailern gesehen. Es gibt so eine Art Moped, mit dem man dann rumfliegen kann. Und damit ist man dann wesentlich schneller unterwegs. Finde ich lustig. Ein Space Moped. Ja. Okay, wir sind auf jeden Fall schon gut weit gekommen. Wir haben jetzt 500 Meter erreicht und deswegen baue ich mir jetzt hier mal die Sauerstoffstation hin. Noch ein kleines Stückchen weiter. So, hier hin. Und dann fülle ich mir mal meinen Sauerstoff auf. Und damit komme ich dann auf jeden Fall bis nach da unten. Ich hoffe, dass da unten Sauerstoff ist und dass ich nicht noch irgendwas anderes brauche, um dann wieder zurückzukommen. Also beziehungsweise da reinzukommen. So, und hier wird es jetzt hundertprozentig gleich wieder arschkalt. Sieht schon sehr aus. Und da hinten sehe ich auch schon, da haben sie schon weitergebaut. Ich schätze mal, da kommen wir auch noch irgendwann hin. Ja. Ich glaube, die haben das Spiel seit den letzten 2 Jahren gar stark erweitert. Also hier links ist auch nochmal irgendwie ein durchgebrannter. Hier ist irgendwas durchgeflogen durch diesen Steinklumpen da hinten. Das ist schon interessant. So, und ich muss nach da unten. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Wie komme ich denn an diesem Scheißding jetzt hier vorbei? Oh je, ich habe so, glaube ich, ein Problem. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier um diesen Brocken drumherum komme. Ich schätze mal, ich muss hier lang fliegen. Ja. Gut, also ich muss unterwegs eine Sauerstoffkerze benutzen. Hups.
Das haben sie aber ein bisschen blöd gemacht. Dann hätte ich vielleicht direkt unter dem Ding drunter durchfliegen müssen. Ja gut, das wusste ich aber nicht, woher auch. Hat mir ja keiner gesagt. Ja, der Sauerstoff ist nicht unbegrenzt, das weiß ich wohl. Ich glaube, dann kann ich auf dem Rückweg vielleicht unten drunter durchfliegen. Mal gucken, vielleicht klappt das ja. So, ich gehe jetzt mal hier hart auf Risiko. Damit ich so weit wie möglich komme. So, jetzt haben wir wieder 100%. Mann, wo ist denn das? Das ist so weit weg, ey. Ja. So. Okay, nochmal die Düsen zünden. Dann sind wir doch ein bisschen schneller damit unterwegs. Boah, wie riesig ist denn das Teil? Hä? Ich habe irgendwas falsch gemacht gerade. Ich komme nicht dahin, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss gleich nochmal laden. Ich bin nämlich komplett falsch geflogen. Wie es aussieht. Ich komme hier nicht mal drum rum um das Scheißding. Hä? Was? Ich schwebe auf jeden Fall nochmal hier runter. Um mal zu gucken, wie groß der ist. Ich habe vorher gespeichert, ja, auf jeden Fall. Aber ich komme hier gar nicht drum rum. Der ist viel zu groß. Ja, okay. Ich komme echt nicht drum rum. Ja, super. Jetzt bin ich schon wieder viel weiter weg von dem Teil. Naja, das macht keinen Sinn. Ich lade mal gerade. Das tut mir leid, aber das macht so keinen Sinn. So, überhaupt nicht. So, wir haben die Sauerstoffstation. Jawolligen. Das Spiel speichert nochmal automatisch. Das ist auch okay. Ich weiß halt nicht genau, wo ich hinfliegen muss. Oder ich muss da reinfliegen. Das kann auch sein. Ich bin mir halt unschlüssig, ne? Oder muss ich da rein? Ist das hier ein Krater? Nee, oder? Ich guck mal. Ich weiß halt nicht, wie ich da hinkomme, ne? Ich muss das jetzt gerade erstmal herausfinden. Hier ist ein fetter Krater. Da ist mal irgendwas reingedonnert. Wahrscheinlich ein sehr, sehr großer, fetter Asteroid. Ich guck mal, ob ich jetzt hier unten drunter durchfliegen muss. Ich habe nämlich keinen Plan, wo ich lang muss. Ja, und das sieht aber auch nicht so aus, als wenn ich hier lang muss. Oder muss hier drumrum? Kann das sein? Ist viel zu weit weg. 1800. 1900. Nee, das kann nicht sein. Das ist irgendwie verkehrt. Wo muss ich denn da lang, verdammt nochmal? Ich lade gleich nochmal. Aber ich glaube nicht, dass ich hier unten lang komme. Wie konnte ich nochmal die Taschenlampe anmachen? Mittlere Maustaste war das, okay. Nicht F wie Flashlight, weil F ist pinkeln. Aber hier komme ich auch nicht lang. Hä? What the fuck? Wo muss ich denn jetzt lang? Ja. Quark mich nicht voll. Ich probiere einfach mal. Ich lade gleich nochmal. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, ich bin einfach nur gerade doof. So, Taschenlampe ist gerade ausgegangen, wie es aussieht. Ja, okay. Die verbraucht nämlich Strom. Und Strom ist offensichtlich, wie alles andere hier, nicht unendlich. So. Da ist auf jeden Fall viel gefroren. Ich gehe davon aus, dass ich hier drum rumfliegen muss. Habe aber dadurch jetzt schon extrem viel vertüdelt. Guck mal, das sind immer noch 800 Meter bis da runter. So, mal gucken. Es kann natürlich auch sein, dass das da unten gleich das nächste Ziel ist. Also, dass wir da irgendwie... Aber das kann nicht sein. Ich komme schon wieder nicht drum rum. Hä? Was ist das? Ich muss jetzt hier lang. Verarscht mich doch. Das ist... Eben war ich bei 400 Meter. Jetzt bin ich auf einmal bei 600. Was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Ihr verarscht mich doch. Gefriergefahr. Ja, super. Hier wird's kalt. Aha. Tolle Wurst. Ja, Sauerstoff ist nie unbegrenzt, das wissen wir. These engines are obsolete. I don't know where they're from, but their combustion system would be perfect for a miniature accelerator. Ja, schön, dass diese Motoren veraltet sind. Das juckt mich gerade gar nicht.
This is a tank with cooling gel from the outdated nuclear reactor cooling system. There's no data about such systems being on the liner unnamed. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Hier wird's gerade ein bisschen kalt. Aber nur ein bisschen. Aua. Das ist da unten. Hä? Oh oh. Hier wird's aber sehr, sehr schnell sehr, sehr kalt. Ich sehe nix. Hören Sie auf damit. Könnt ihr das mal wieder weggehen? Hallo? Jetzt bin ich, glaube ich, ganz am Arsch. Sowas wie eine tragbare Heizung gibt. Sieht aus wie ein Gehirn? Nein, ist kein Gehirn. Das ist da unten. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich hier so einen riesen Bogen drum machen muss um dieses Teil. Hä? Da war ich doch vorhin auch schon. Hä? Das kann doch nicht richtig sein. Achso, die blauen Schwubbeldinger, das ist Eis. Das ist einfach ausgelaufenes Eis. Ah, hier, guck mal, da hinten ist so ein Riesentrag, so eine Turbine oder sowas. Cool. Ja, aber... Hä? Spiel, willst du mich verarschen? Ich installiere das Ding jetzt hier mal. Au. Und fülle mir gerade meinen Sauerstoff auf. Weil ich muss irgendwie unbedingt dieses Ding da finden, aber es bringt halt nichts, wenn ich hier sinnlos durch die Kante schwebe. Und nur Ressourcen verballere. Ohne Ende. Und wieder nicht dahin komme. Hä? Ich suche dieses Shuttle da unten. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe keine Ahnung. Hä? Ich bin vorhin ja schon hier runter geschwurbelt, hätte ich beinahe gesagt. Geflogen. Und dann bin ich jetzt einmal hier runter. Aber das hat ja auch nichts gebracht. Ja, vielleicht ist irgendwo ein Loch, aber ich sehe es halt leider nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Hä? Das kann nicht richtig sein. Ich muss vor allen Dingen da runter. Ich bin schon über 1000 Meter von meinem Shuttle entfernt. Und dass ich die ganze Zeit hier kein Boost habe, macht mir auch noch ein bisschen zu schaffen. Aber jetzt fliege ich nur wieder hier runter, wo ich vorhin auch schon war. Ich komme hier nicht rum. Wie doof. Jetzt bin ich schon wieder viel zu weit weg. Vielleicht muss ich da wirklich in das Raumschiff reinfliegen, was da direkt vor unserem kaputten Shuttle liegt. Ich komme hier halt echt nicht rum. Ja. Nee, das ist viel zu viel. Ich lade nochmal. Es tut mir leid, aber... Keine Ahnung. Irgendwas ist da falsch. Ich gehe davon aus jetzt einfach mal, dass ich nicht direkt darüber muss, sondern dass ich jetzt einfach mal hier reinfliegen muss. Ich probiere das jetzt einfach mal da lang. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt einfach da drüben. So, und hier ist halt eben dieses riesige Teil. Und, es kann natürlich sein, dass das direkt nach da unten führt. Muss man halt auch erstmal wissen, ne? Ich hätte jetzt den direkten Weg genommen. Ja, sieht besser aus. Kann ich irgendwas mitnehmen? Nein, ich brauche jetzt gerade nichts. Komm, lass das liegen. Du brauchst den Scheiß gerade nicht. Mann. Hier vorne ist auf jeden Fall noch irgendwas. Irgendwelche Shuttle-Teile, wie es aussieht. Hier wird es auf jeden Fall wieder warm. Das ist schon mal schön. Hier gibt es auch Licht. Kann ich irgendwas mitnehmen? Oh, hier ist wieder so ein Typ. Untersuchung. Oh, Kopfhörer mit Ohren. Dieser Kopfhörer gehört wahrscheinlich einer Frau oder einem Kind. Oder der Zustand der Dinge ist viel schlimmer als angenommen. Der Sauerstoff geht schnell runter. Ja, das ist normal. A strange accessory for a man in his 40s, unless he's at a Japanese culture festival. Auto cleaners. I always thought of them as useless equipment, but seeing the size of this ball of debris they managed to roll, it makes me start to respect them. Hä? The trash ball mostly consists of electrical tape. Will ich mich verarschen? Was ist das denn hier? Kann ich da rein? Nee, oder? Ist das? Was bist du? Ein extra hier Harzvorkommen. Brauche ich nicht. Aber komme ich hier rein in diesen Ball? Nee, oder? Ja, das weiß ich. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So, einmal Sauerstoff.
Ja, keine Ahnung. Kommt man nicht rein. So, ich muss jetzt nach... Hier unten liegen riesige... Das sieht aus wie Duct Tapes. Wie riesige Duct Tapes. Hm. Ob es hier irgendwo Sauerstoff gibt. Das wäre echt cool. Such supplies of electrical tapes suggest that engineers doubted the durability of the liner. Okay, es ist wirklich Duct Tape. Was? Seid ihr doof? Ihr habt echt einen Schaden, ey. Das ist mega. Mega Duct Tape. Oh, hier. Hi. Folienanzeige. Aluminiumfolie. 30% besserer Schutz vor geistigen Einflüssen. Man kann sich hier nicht wirklich einen Aluhut bauen, oder? Sag, dass das nicht wahr ist. Wie geil ist das denn? Ah, die sind so gut, die Entwickler. Ey, ihr habt doch völlig einen Schaden, ey. Aber mega. Ich find's großartig. Ich find es einfach großartig. Das Spiel ist so toll. Oh, schön. Ich sag ja, die Entwickler haben echt noch Spaß an der Entwicklung des Spiels und das ist so viel wert. Das merkt man hier an jeder Ecke irgendwie. So, was ist das? Huch, was bist du? Was bist du? Bleib doch da! Verarsch mich nicht! Na gut. Dann nicht. Ich habe gleich schon wieder keinen Sauerstoff mehr. Das ist ein Problem, aber ich muss hier lang auf jeden Fall. Oh, das sieht gut aus. Ich muss jetzt nur noch nach da vorne kommen. 700 Meter. Kriegen wir hin. Das schaffen wir jetzt mit einer Sauerstoffkerze. Ich muss es aber schaffen. Also ich kann gar nicht mehr zurück. Es geht nicht mehr zurück. Wenn ich jetzt zurückfliegen wollen würde, wäre ich einfach nur im Eimer. So. Dies ist eine funktionierende Sauerstoffstation. Da unten! Och, really? Okay, ja super. Jetzt habe ich wenigstens eine gefunden. Ja, schön. Bringt mir nur nichts, weil ich habe... Ja doch, ich habe... ich habe den Sauerstoffballon noch dabei. Aber halt eben keine... Oh, okay. Eine Geschenkuntertasse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier eine finden würde. Ich erinnere mich, dass ich als Kind eine kaputt gemacht habe und dann habe ich sie im Garten vergraben und allen erzählt, dass ich nichts für die fehlende nichts über die fehlende Untertasse wüsste. Ja klar, ich habe jetzt einfach mal eine Untertasse mitgenommen. Warum auch nicht, ey. Dieses Spiel ist so bescheuert. Ich denke, hier ist Sauerstoff. Reparaturwerkzeug. Ich habe das Reparaturwerkzeug weggelassen. Och Mann, das darf doch wohl nicht wahr sein. Scanner. Hier auf die 4. Das kann ich mitnehmen. So, okay. Jetzt nichts wie nach da hinten. Oh, ich habe noch 400 Meter. Oh, ich dachte, da ist Sauerstoff. Der hat doch irgendwas von Sauerstoff gesagt. Oh. Ja, anscheinend gab es hier mal Überlebende. Zumindest kurzzeitig. Judging by the number of antennas, this is either a communication point or a communication point from another side of the liner. In any case, there's a chance to find Normandy and the other survivors. Ja, ich brauche den Sauerstoff hier. Ich komme nicht mehr zurück. Also jetzt ist es vorbei. Außer ich habe jetzt eine Sauerstoffkerze gefunden. Was ich aber nicht glaube. So, okay. Na dann, fliegen wir mal in dieses Shuttle rein, was in irgendeiner Art und Weise hier im Inneren dieses... Wie auch immer es das geschafft hat, dieses Shuttle-Teil ist irgendwie im Inneren dieses riesigen Felsklumpens entweder gebaut oder hineingeflogen oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall hier drin und ich frage mich gerade, warum das hier ist. Das ist auf jeden Fall nicht richtig, weil, naja, von hier drin ist es doch viel schwerer, eine Satellitenkommunikation aufzubauen, oder? Ich glaube nicht, dass man vom Inneren eines... ein Generator. Es versteckt sich auf jeden Fall. Jede Familie hat ein solches Teservi zu Hause. Ich weiß nicht, warum sie es auf ein Linienschiff mitnehmen mussten. Ich lese das gleich vor.
At any rate, his brains are scattered all over the corridor, and they most likely got into the vent and activated the airlock pressurization protocol. You need to find another airlock to get inside. So. Untersuchung. Tomb Raider. Ich habe Tomb Raider gefunden. Oh, nein. Oh, das ist bescheuert. Tomb Raider, Sonderedition. Tomb Raider darf nicht von Kindern unter 12 Jahren gespielt werden. Dieses Spiel ist für echte, was? Körperbehaarte Männer, die keinen dummen, was? Die keine dummen Deodorants verwenden. Oh nein, ey. Hat bestimmt auch spitze Brüste. Spitze Brüste oder Spitzenbrüste? Man weiß es nicht. Oh, nee. Ein Kultspiel mit einer Kultfigur. Ilarion Kroftovich. Ja, ein echter Russe. Ein Kult unter Maskulisten natürlich. Das Spiel hatte viele Auszeichnungen und positive Kritiken für seinen kulturellen Beitrag für die Förderung des Guten, für eine Bestechung und für etwas anderes erhalten, das nicht mit seinem schrecklichen Spiel zu tun hat. Das ist großartig. So, hier haben wir noch eine Abroller-Blaupause. Okay. Neue Blaupause in Induktor und ein Abroller. Finde einen Durchgang in das Modul. Habe ich jetzt als neue Aufgabe bekommen. Und hier ist noch ein Poster. Mädchen auf einer Rakete. Ein Kalenderblatt. Der Tag der Kosmonautik wird im April gefeiert. Also schätze ich, dass dieses Bild so geplant war, dass es mit diesem Tag zusammenfällt. Ja, das kann sein. Weiß man nicht. Aber ist jetzt auch irrelevant. So, habe ich hier irgendwo Platz, um Müll zu verstauen? Nein, habe ich nicht. Na gut, wir müssen einen Weg hier reinfinden. Kann ich das hier kaputt machen eigentlich? Nö. Okay, dann suchen wir mal nach einem Weg nach da drin. Wie komme ich denn da rein? Hä? Ich komme da nicht rein. Ich muss außen rum. Ich muss nach 29 Metern unten irgendwie. Na gut, gucken wir mal. Vielleicht finden wir hier einen Weg nach drin. So, einmal hier drumherum vielleicht. Hier. Hier geht's, wie es aussieht, drumherum. Genau, hier geht's rein. Hier unten ist ein Eingang. The service airlock. To be more precise, this was the service airlock. Unfortunately, now it's gone. But if you scan how its system works and get the necessary tools, we could try to repair it to depressurize the doors. Ja super, ich brauche einen Abroller. Wie soll ich denn jetzt einen Abroller bauen? Ich habe nichts. Ich habe hier unten gar nichts. Ich kann hier nicht mal was bauen. Ich habe hier nicht mal einen Konstruktor. Wie soll ich das denn machen? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann doch jetzt nicht wieder nach Hause gehen. Oh. Ist hier bitte irgendwo ein Konstruktor? Hier ist nur eine Toilette. Och nö. Ich will nicht wieder nach Hause fliegen müssen. Ich schaff das nicht. Ich komme niemals nach Hause. Never ever. Wie soll ich denn das jetzt machen? Ein Generator. Ein einfacher Generator zur Stromerzeugung. Er ist leistungsstark genug, um an einer Station oder in einem Fahrzeug verwendet zu werden und sperrig genug, um nicht mitgenommen zu werden. Allerdings würde die Taschenlampe viel länger funktionieren, wenn sie an einen solchen Generator angeschlossen würde. Ja. Kann ich den irgendwie benutzen? Nein, kann ich nicht. Ach, ich habe ja Sauerstoffkerzen, sehe ich gerade. Oh, ein Glück, ey. Ein Glück. Na gut. Super. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurückfliegen. Ich speichere einmal. Und muss das Werkzeug holen, auf jeden Fall. Ich muss das Werkzeug mitbringen. Weil hier unten ist ja so ein Shuttle, das mir Sauerstoff generieren könnte, wenn es denn repariert wäre. Könnte, würde, sollte. Viele Fragezeichen auf jeden Fall. Oh, hier unten ist was in 200 Metern. Da schwebe ich doch mal glatt hin, weil es könnte ja sein, dass das irgendwas ist, womit wir was reparieren oder gar bauen können. Weiß ich nicht. Könnte ein Shuttle sein. Sieht aus wie ein Shuttle. Ist vielleicht auch ein Shuttle. Mal gucken. During the explosion of the bridge, I managed to take measurements of your body to order a coffin, but it didn't come in handy after all. I'd like to know, you're in great shape. Keep it up. You're almost not so fat. So. Unfortunately, the skillful engineer turned out to be a less skillful driver.
a miracle of engineering. This vacuum cleaner flew fast, but not for too long. Mal gucken. Also hier, das Shuttle ist komplett kaputt, ne? Oder? Something was being assembled here. Ja. Untersuchung, ein Feuerlöscher. Feuerlöscher werden auf Raumschiffen selten eingesetzt, da man entweder etwas verbrennt und das gesamte sauerstoffhaltige Schiff in die Luft jagt oder nicht. Und man in diesem Fall nichts zu löschen hat, obwohl solche Fälle vorkommen. Ich habe jetzt einen Feuerlöscher mitgenommen. Okay. Ja, warum auch nicht, ne? Ansonsten gibt es hier drinne irgendwie gar nichts. Es scheint, als wäre während eines der Stopps jemand aus dem Linienschiff geflogen und hat ein Foto von ihm in einiger Entfernung gemacht. Boom. Was? Ja, okay. Whatever. Foto. Ja, ich weiß. Ich kann, ja. Ich habe hier echt ein Problem. Ich muss da irgendwas machen. Was muss ich denn da machen? Ich muss da irgendwas einfüllen, wie es aussieht, oder? Ach, rausziehen. Ah, ein Raketenstaubsauger! Nein, ich habe keinen Treibstoff. Das darf aber nicht wahr sein. Ich habe ein Moped. Ich habe ein Moped. Wie geil ist das denn? Ich habe ein Moped. Wie cool. Und ich kann damit schneller fliegen. Ja, geil. Hahaha, wie gut ist das denn? Nö, ich kann das nicht reparieren. Ich habe immer noch keinen Abroller. Aber ich habe jetzt dieses Teil und damit komme ich wesentlich schneller durch die Kante. Wupp, wupp. Oh, wie cool. Ich habe ein Moped. Ah, ist das geil. Oh, das Spiel macht mir immer mehr Spaß. Ich habe ja gesagt, es gibt irgendwo eins. Ich wusste nur nicht wo. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal wieder Sauerstoff für mich. Das ist so großartig. So. Da lang muss ich, glaube ich. Ich bin hier mit wesentlich schneller unterwegs, ey. Das ist so toll. Selbst im Nicht-Turbo-Modus sind wir, glaube ich, schneller. Es sieht zumindest so aus. Ja, ich habe halt das Werkzeug zu Hause vergessen, deswegen muss ich nochmal nach Hause fliegen. Scheiße. Aber das sollte kein Problem sein, weil hiermit sind wir so unfassbar schnell. Wow. Hui. So, das sind noch 500 Meter. Ich schaffe das, glaube ich, sogar mit dem Moped jetzt. Also mit quasi einer Tankfüllung. Jetzt ist halt die große Preisfrage. Treibstoff. Wir brauchen Treibstoff für das Ding und ich muss irgendwo Treibstoff herbekommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir das herbekommen. Und die Haltbarkeit ist jetzt auch nicht unbedingt gerade hoch. Ich darf nirgendwo dagegen dötzen wahrscheinlich. Ansonsten ist da sehr, 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 sehr schnell der Ofen aus. So, okay. Hier parken wir einmal. Wie komme ich jetzt hier runter? Wie kann ich dieses Ding verlassen? Achso. Ey, das ist ja mega. Halt! Es ist einfach nur, ja, es ist einfach nur ein Staubsauger mit Antrieb. Mega geil. Sehr schön. Wenn ich das mitnehmen könnte, wäre das toll. Scanne und repariere die Luftschleuse. Die kann ich leider nicht reparieren, weil ich gerade nichts dafür habe. So, Ausrüstung. Schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall einen Abroller. Dafür brauchen wir eine Batterie, einen Induktor, veredeltes Metall und dickes Isolierband. Einen Induktor. Wo baut man denn jetzt einen Induktor wieder? Was ist denn das schon wieder? Gegenstände. Kraftstoff. Metall und Harz. Das ist ja easy. Ein Baukasten, ein Induktor braucht Metall, Plastik und Kabel. Metall, Plastik. Ich habe kein Plastik, ne? Tja, wo nehme ich jetzt Plastik her? Ach doch, hier. Metall, Plastik und. Nee, Quatsch. Halt, nein, ich brauche kein Gummi. Kabel. Ich glaube, zweimal Plastik war es, ne? Mal gucken. Ich habe es schon wieder vergessen, wie das Rezept war. Ressourcen zusammengesetzt. Zwei Kabel. Ja, wusste ich doch. Irgendwas war doch wieder falsch. So, Kabel. Wahlweise Heidi-Kabel. Da ist Kabel. So, ich lasse mal ein bisschen gelötet da.
Was hier? Das. Das brauche ich gerade alles nicht. Elektronik, ja, nehme ich mit. Die Scanner nehme ich auch mit. Schreibtischkalender. Das ist so großartig, ey, was man hier für einen Scheiß findet in diesem Spiel, ne? Und den Baukasten nehme ich auf jeden Fall auch mit, weil den brauche ich zum Reparieren. So, okay, wir machen einen Induktor. Ja. Okay, wir haben einen Induktor. Auf einen so einfachen Induktor kann man nicht verzichten, wenn es um eine große hausgemachte elektrische Schaltung geht. Nun, man kann bis zur ersten Spannungsspitze darauf verzichten, dass man mit nichts filtern oder glätten kann. Okay. Whatever. So, okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch einen Abroller. Ein Abroller braucht noch eine Batterie, zwei veredelte Metall- und Isolierband. Isolierband 2. Veredeltes Metall, hatte ich gesagt, ne? Das habe ich schon wieder vergessen, was das andere noch war. Ich habe aber auch irgendwie... Meine Güte, da brauche ich 4 Stück. 4 Metall. Unfassbar. Okay. Wir brauchen einmal ein veredeltes Metall. Was war das? 2 Isolierbänder. Und was war das letzte? Ich habe schon wieder vergessen. Wo ist denn das Ding? Hier. Und eine Batterie. Eine Batterie. Habe ich noch eine Batterie? Ich hoffe doch mal. Batterie. Ich habe keine Batterie mehr. Shit, wo kriege ich denn das jetzt her? Ich brauche auf jeden Fall Alkali dafür. Alkali war hier um die Ecke. Aber wo war das jetzt wieder? Oh Mann, ey. Ah, irgendwo hatte ich einen gesehen. Oh, ich weiß gerade nicht mehr wo. Oh, ich muss auf jeden Fall erstmal was essen. Und was trinken. So. Da ist unser Moped. Das brauchen wir gerade nicht zum Abbauen. Irgendwo hatte ich Alkali gesehen, aber ich weiß gerade nicht mehr wo. Wo war das? War das hier drüben an dem Asteroiden? Ich meine, ne? Oder war das an dem anderen? Mal gucken. Das hier könnte wieder Wasser sein. Also Eis. War das Eis? Eis, auf jeden Fall. Das hier unten war, glaube ich, das Alu, ne? Ja, das war das Alu. Also muss das Alkali woanders sein. Nicht auf diesem Asteroiden. Wie mir scheint. Doch da. Das ist Alkali, oder? Alkali. Greifer. Ich brauche einen Greifer. Ich habe doch irgendwo einen Greifer. Rückenkratzer. Ist das der? Ja. So, okay, wir haben auf jeden Fall 3 Alkali gefunden und ich muss mir dann wieder einen neuen Rückenkratzer bauen. Schade. Na gut, machen wir auf jeden Fall. So, ich bin ja mal gespannt, ob bei dem Spiel auch irgendwann noch die Voice-Overs übersetzt werden. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich schätze mal, die belassen das einfach mit Untertiteln. Das ist auch am einfachsten für die. Alles andere wäre wahrscheinlich utopisch zu denken. So, okay, wir brauchen eine Batterie. Kann ich sogar bauen. Sehr schön. Goodie, das haben wir. Dann kann ich jetzt endlich einen Abroller bauen. Der bringt mir immerhin 99 Strom. So. Okay, wo ist er jetzt? Wo ist denn der Abroller? Ah, da. Wenn du knapp an Ressourcen bist, wenn das Risiko des Todes durch schwere Verletzung, Durst, Hunger und Müdigkeit hoch ist, wird der Bau einer dreistöckigen Villa die beste Option für dich sein. Wie viele ähnliche Fälle von Überleben zeigen, ein Abroller ist ein perfektes Werkzeug für diese Aufgaben. Hä? Was macht der? Wie geil ist das denn? Ein Abroller ist dafür da, dass wir uns Wohnmodule bauen. Eigene Wohnmodule. Wie geil ist das denn bitte? Geil. Eine Luftschleuse, brauchen wir Alu und Titan. Strom, Sauerstoff, Bruchwahrscheinlichkeit plus 3%. Stromgenerator, Sauerstoffgenerator, eine kleine Luftschleuse. Ey, wie gut ist das denn bitte? Es ist ja mega. Piano. Klar, kann man immer gebrauchen. Ein Rohr. Ja. Die Astronauten nennen die engen Gänge mit Treppen zwischen den Modulen Rohre.
Es ist am besten, sie nicht zu verschmutzen, damit einem beim Einschalten der künstlichen Schwerkraft nicht der Kopf fällt. Nichts auf den Kopf fällt. Ja. Mein Vorlesen ist heute auch wieder mal großartig, wie ich gerade schon wieder merke. Ich kann es einfach nicht. Es wird auch nicht besser. Wenn ich mich darauf konzentrieren würde, würde es auf jeden Fall besser klappen. Das, da gebe ich zu. Aber ja, naja. So, wir müssen eigentlich jetzt rein theoretisch alles Metall, alles Titan, alles, was wir eigentlich haben, mitnehmen, um uns da unten irgendwie eine Basis, schätze ich mal, bauen zu können. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das mal gucken, weil ich brauche ja noch ein bisschen Treibstoff. Harz 2. Ich kenne nur Harz 4. Das ist was anderes. So. So, okay. Wir probieren uns einfach mal ein wenig Kraftstoff zu bauen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin ist. So, okay, Kraftstoff. Man kann aus allem Kraftstoff machen. Vor allem, wenn man an der Universität für Chemische Industrie studiert hat und 8 Jahre lang als Chemiker gearbeitet hat. Leider habe ich keinen Anschluss an solche Universitäten gemacht, aber ich beherrsche die Destillerie von Opa. Gut. Ist auch schon mal was, ne? Okay, wir gucken mal, wie wir das Moped reparieren können. Ob wir es reparieren können. Füllen. Fahrzeug betankt. Und reparieren? Wie kann ich es reparieren? Gar nicht. Na gut, ich setze mich mal drauf. Huch. So. Und habe jetzt, sage und schreibe, 45 Treibstoff. Wow. Das war nicht so viel. Ich brauche Metall. Shit. Ich brauche Metall. Wo kriege ich denn jetzt Metall her? Ist hier oben Metall? Bist du Metall? Bist du Metall oder bist du Titan? Nein, das ist Metall. Definitiv. Huch, Metall. So, einmal auf den Klumpen hier eindreschen wie ein Bekloppten. Und 3 Metall rausnehmen. Das ist schon mal wenigstens etwas. Und dann hatte ich noch irgendwo einen gesehen, da hinten. Da schwebt auf jeden Fall auch noch ein bisschen Metall drumrum, so lose. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Nehmen wir mit. So. Dann klappt man wieder auf das Ding hier. Pum. Huch. Das fliegt immer irgendwie ganz seltsam auseinander, das Zeug. So, da waren jetzt komischerweise nur 2 Metall drin. Schade. Ich könnte mehr Metall gebrauchen. Ich brauche auf jeden Fall aber auch Alkali. War das? Ah nein, das war kein Alkali, das war Harz. Dann mache ich mir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Treibstoff. Damit ich hier mal ein bisschen weiterkomme. Hier ist noch mal ein bisschen Metall. So. Okay. Dann bauen wir uns noch mal ein wenig. Ich brauche noch Harz. Mal gucken, wie viel Harz ich noch habe. Dürfte nicht mehr allzu viel sein. Naja, insgesamt Harz 4. Sehr gut. Das heißt, wir können 2x Treibstoff bauen. Wupp, wupp. Immerhin. Besser als nix. Kann man ja mal machen. So. Okay. Damit sollte ich auf jeden Fall, ja, gut reichen, denke ich mal. Ups. So, wir füllen es einmal auf. Wir füllen es 2x auf und wir sind jetzt wieder bei 100%, was die Betankung angeht. Sehr schön. Dann schwebe ich nochmal fix nach da unten. Und versuche mal irgendwas zu reparieren, weil ich habe jetzt ein Reparaturwerkzeug. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So, hier können wir auf jeden Fall auch nochmal Ressourcen mitnehmen, aber ich lasse die jetzt einfach mal da. Haltbarkeit 20. Bin ja mal gespannt, ob das Ding von alleine kaputt geht oder so. Ich hoffe mal nicht. Ich versuche einfach mal nicht irgendwo dagegen zu dötzen. Was gar nicht so einfach ist, weil hier so viel Gekröse rumfliegt. So, okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal bei der ersten Sauerstoffstation angekommen. Das geht echt wie's Brezelbacken hier. Finde ich mega gut. So, einmal gestoppt. Ups. Mal gucken, ob ich es reparieren kann. Ich gehe nicht davon aus. Doch, hier. Reparaturwerkzeug. Ich habe doch ein Reparatur. Ach nein, ich habe einen Baukasten. Shit, was ist ein Reparaturwerkzeug jetzt schon wieder? Hier. Da. So, einmal reparieren. Sauerstoff auffüllen.
Kann ich hier direkt machen. So. Wunderbar. Oh, das geht sehr gut. Okay. Habe ich das repariert? Ich habe ein Reparaturwerkzeug gehabt. Ich wusste es nur nicht mehr. Ich bin auch doof, ey. Ah, so kann man es auch reparieren. Guck an. Guck an. Cool, cool, cool. Das ist jetzt repariert. Das hat doch was. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Mega. So, wir fliegen mal fix hier nach hier vorne. Ich stelle das Moped oben einmal ab, hole mir Sauerstoff. Ich glaube, da drinnen war doch welcher, ne? Uah. So. Einmal absetzen. Hier drinnen war Sauerstoff, ne? War, bitte, 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 bitte. Ja, hier ist Sauerstoff drin. Okay. Dann kann ich jetzt auch das Shuttle einmal reparieren, weil ich habe ja das Reparaturwerkzeug. Ich irgendwie wusste nur nicht, dass ich es noch dabei habe. Na gut. Halt. Einmal hier runter. Uah. Was haben wir denn eigentlich? Ach gut, haben noch eine halbe Stunde. Dann ist ja alles gut. So. Ein Abroller. Okay, ich habe einen Abroller irgendwo. Wo ist er denn? Da. Okay. Einmal Modul ist nicht ausgewählt. Hä? Wie Modul auswählen? Was ist denn? Was muss ich denn jetzt hier? Eine Luftschleuse oder was? Hä? Kann ich jetzt rein? Hallo? Hä? Ich brauche eine Luftschleuse, ne? Da brauche ich zwei Titanen für. Oh. Ernsthaft? Okay. Gut, das Spiel versucht mir jetzt gerade seine Mechanik beizubringen und sagt mir, dass ich jetzt, also jetzt sagt es mir, ich brauche zwei Titanen. Na gut, ich glaube mal, oder ich hoffe mal, hier fliegen noch irgendwo Titanen rum. Da ist auf jeden Fall eins, wie es aussieht. Nee, das Metall. Ich hoffe, hier ist noch irgendwo Titan. Sieht schlecht aus. Hier ist gerade kein Titan. Ach Mann. Ja. Ich gehe ja schon nach Hause. Quark mich nicht voll. So, hier ist leider auch kein Titan. Ach, alles nimmt man mit, nur kein Titan. Weil es hat ja auch keiner gesagt, dass ich welches brauche. So, dann kann ich nur gucken, ob hier noch irgendwo welches rumschwebt. Ich glaube, das da? Nee, das Metall. Das ist Nährstoffpaste. Nährstoffpaste brauche ich nicht. Ist hier nicht irgendwo ein bisschen Titan? Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt hier kein scheiß Titan ist. Entschuldigung fürs Fluchen, aber... Oh, ich habe keine Lust, nochmal nach oben zu fliegen. Auch wenn das schnell geht. Aber das muss doch nicht sein. Ah, Spiel. Mann, ey. Bist du Titan? Ne, du bist nur Eis, ne? Das ist Metall. Das, was ich gerade nicht brauche. Oh, Mann. Na gut. Ich hole mir nochmal Sauerstoff. Dann muss ich ja nochmal nach oben fliegen. Es bleibt ja mir ja nichts anderes übrig. Oh, nö. So, okay. Na gut. Was soll ich ja sonst anderes machen? Ich könnte höchstens mal nach hier unten schweben. Mal gucken, ob da noch irgendwo was ist. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass hier noch irgendwo Titan rumkullert. Ist hier vielleicht irgendwo Titan? Hallo? Das ist kein Titan, das ist kein Titan, das ist Metall. Hier ist alles, nur kein Titan. Manu. Das Spiel ist böse zu mir. Ja, super. Na gut. Dann halt nicht. Dann hole ich mir nochmal fix Sauerstoff ab und schweb nochmal an die Oberfläche. Ich habe ja gerade nichts Besseres zu tun. Offensichtlich. Krummel, krummel. Na gut. Da. Okay, einmal Sauerstoff bitte. So, haben wir. Dann muss ich nochmal nach oben fliegen.
Ach du. Kriegst die Türen jetzt zu. Haltbarkeit 52. Ja, okay, für das bisschen Rumgeschwebe habe ich jetzt gerade mal vier Treibstoff verbraucht. Das ist okay, denke ich mal. Das kann man machen. Ist vielleicht hier noch ein bisschen Titan? Glaubst du nicht? Das ist nur Metall, ne? Könnte ich nochmal mit Taschenlampe? So. Sieht nicht danach aus. Na gut. Dann schweben wir nochmal fix nach oben an die Oberfläche. Mit diesem Gerät geht das ja ganz schnell. Zum Glück. Oder ist hier noch irgendwo was? Bedu-Titan? Was ist denn das hier eigentlich? Was bist du? Es schwebt auf jeden Fall vor mir weg. Ist es irgendwie eine scheinbar eine Lebensform oder so? Ich habe keine Ahnung. Ist hier Titan? Ist auch kein Titan, oder? Nee. Das gibt's nicht. Das machen die doch mit Absicht, ey. Du hast oben so viel Titan gesammelt. Du hast die ganze Zeit gedacht, du brauchst es nicht. Aber jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir und du brauchst Titan. Du brauchst so viel Titan, dass du gar nicht weißt, wie viel Titan du brauchst. Au. Na gut. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe ja ein tolles Moped. Damit bin ich ja relativ schnell unterwegs. Oh Gott. Okay, das war knapp. Jetzt wäre Titan ja als Freundin ganz gut. Ja, auf jeden Fall. So, Titan. Titan, Titan, Titan. Ich nehme auf jeden Fall jede Menge Titan mit, damit ich jede Menge Titan dann habe, wenn ich es brauche. Denn Titan ist gut und deswegen nehmen wir Titan mit. So, ich nehme noch den Kompensator mit. Ich weiß nicht, ob ich ihn gebrauchen kann, aber ich gehe fast davon aus. Und dann speichere ich nochmal das Spiel. Wo ist mein Mauszeiger? Da ist mein Mauszeiger. So, einmal gesaved. Und dann nehmen wir uns das Moped. Setzen uns da drauf. Oh, das finde ich so mega gut, dieses Teil. Oh, endlich nicht mehr dieses ewige stundenlange Hin- und Her-Geschwebe. Oh, das ist eine Bereicherung. Eine absolute Bereicherung. Coole Idee von den Entwicklern, auf jeden Fall. Das fetzt. Ach, das Spiel ist schon toll. Also man kann echt sagen, was man will. Ich mag es einfach. Es ist mal was anderes, wie schon gesagt. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Es ist so kreativ und es ist einfach... Es ist einfach cool. So. Na gut. Dann bin ich ja mal gespannt. Jetzt muss ich diese Airlock reparieren, also die Luftschleuse. Und mal sehen, wie es dann im Inneren dieses ach so tollen Raumschiffes aussieht. Ich bin gespannt. Denn ich weiß es einfach nicht. So, ich hole mir jetzt hier, wie gesagt, nochmal ein bisschen Sauerstoff ab und dann bauen wir drauf los, was das Zeug hält. Ich hoffe, dass ich da nicht irgendwie noch eine Schleuse oder sowas dran bauen muss, um dann irgendwas damit machen zu können, sondern dass ich es einfach direkt benutzen kann. Ja. Das Babe sagt uns die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten. Vielleicht sollte ich die mal vorlesen. Mach ich am besten mal. Scanne und repariere die Luftschleuse, ja. Nachrichten. Die Service-Schleuse. So, wo war denn das hier? Oh, ich glaube, wir haben ein bisschen was vergessen zuvor zu lesen. Naja, macht nichts. Oh, ich habe ganz schön viel vergessen vorzulesen. Scheiße. Solche Rohre werden in der Regel in den Servicemodulen des Linienschiffs installiert, wo sie die Kosten für die künstliche Gravitation senken. Ein seltsames Accessoire für einen Mann um die 40, es sei denn, er ist auf japanischen Kulturfestivals, damit sind diese pinkfarbenen Kopfhörer gemeint, Selbstreiniger. Ich hielt sie immer für nutzlose Geräte, aber angesichts der Größe ihres Trümmerballs, den sie gerollt haben, fange ich an, sie zu respektieren. Der Müllball besteht größtenteils aus Isolierband. Solche Vorräte an Isolierband deuten darauf hin, dass die Ingenieure an der Haltbarkeit des Linienschiffes zweifelten. Ja, super. Oh, hat man ernsthaft versucht, mit Ducktape das Linienschiff zu reparieren? Wow.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Folie den Verstand der Käufer dieses Produkts schützen kann. Auf der anderen Seite ist es unmöglich, etwas zu schützen, das nicht vorhanden ist. Damit ist diese, damit ist diese Alufolie gemeint. Ach, schön. Der gleichmäßigen Schmelzung der Rollen nach zu urteilen, gab es ein Feuer in den technischen Modulen. Aber es war definitiv nicht die Ursache der Katastrophe. Ein weiterer Beweis für den Brand in den Modulen. Anscheinend hatten sie sich das Feuer sogar auf die Wohnmodule ausgebreitet. Dies ist eine funktionierende autonome Sauerstoffstation. Ein interessantes Design. Die Verkabelungspläne des Steuerrads sind noch unkomplizierter als bei den Freizeitschiffen. Sie könnten hier eine Sauerstoffstation anschließen, wenn ich die Blaupause richtig verstanden habe. Anscheinend gab es hier einen Überlebenden. Vorübergehend. Gemessen an der Anzahl der Antennen ist dies entweder ein Kommunikationspunkt oder ein Kommunikationspunkt von einer anderen Seite des Linienschiffes. Auf jeden Fall besteht die Chance, die Normandie und die anderen Überlebenden zu finden. Also doch Normandie. Ich hoffe, dass die Antennen Ersatzteile sind und nicht die und die Kommunikation ohne sie funktionieren kann. Sieht so aus, als hätte jemand versucht, mit dem Shuttle als Rambock in das Modul zu gelangen. Übrigens, wussten Sie, dass ursprünglich die Köpfe einiger Ramböcke in Form eines Widders geschnitzt waren? Das ist eine interessante Tatsache. Naja, wie man will. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit Isolierband zu verletzen, beträgt 46%, was den Abroller zum sichersten Werkzeug für nutzloses Bauen und Zeitverschwendung macht. Denken Sie daran, das lose Ende des Isolierbands nicht in Ihren Hals zu stecken. Was? Okay. Der Pilot hat das Modul betreten. Nun, zum Teil. Auf jeden Fall ist sein Gehirn über den ganzen Korridor verteilt und es ist höchstwahrscheinlich in den Schacht gelangt und hat die Luftschleusendruckprotokolle der Luftschleuse aktiviert. Sie müssen eine andere Luftschleuse finden, um hineinzukommen. Die Service-Schleuse, genauer gesagt, war dies die Service-Schleuse. Leider ist sie jetzt weg. Aber wenn Sie scannen, wie Ihr System funktioniert und Sie die notwendigen Werkzeuge besorgen, können wir versuchen, sie zu reparieren, um die Türen zu entlüften. Während der Explosion der Brücke gelang es mir, Ihren Körper zu vermessen, um einen Sarg zu bestellen, aber er kam dann doch nicht gelegen. Okay, ich möchte anmerken, Sie sind in bester Verfassung. Machen Sie weiter so, Sie sind fast... Sie sind fast nicht so fett. Okay. Leider erwies sich der geschickte Ingenieur als weniger geschickter Fahrer. Also, das war der Typ, der mit den Staubsauger in den Stein reingedotzt ist. Ein Wunder, der Techniker. Dieser Staubsauger flog schnell, aber nicht zu lange. Hier wurde etwas zusammengebaut. Okay. Und dann haben wir noch Babe. Ich lese nur die letzte Nachricht vor. Ich finde Trümmer des alten Schiffes. Du kannst versuchen, den Motor zu reparieren und zu fliegen. Hauptsache zu erinnern ist, wenn du so ein altes Schiff startest, musst du dich in Motordüse befinden und sehen, ob es Funken gibt. Manchmal sind die, glaube ich, die Texte nicht ganz richtig übersetzt oder ich kann einfach nur nicht lesen. Aber irgendwie ist das schwierig zu lesen, weil komische Texte sind. Naja, wie dem auch sei. Ich schweb nochmal nach unten, repariere jetzt endgültig die Airlock, um dann endlich mal in diesen Kahn hier reinzukommen. Ich bin sehr gespannt, wie das denn jetzt hier nun funktioniert. Rekonstruieren. Modul ist nicht ausgewählt. Modul auswählen. Kaputte Luftschleuse. Blöcke. Wir brauchen eine Luftschleuse. So, bestätigen. Kleine Luftschleuse benötigt. Ja, meine Güte. So, okay. Almost perfect. However, your biometric data shows a fit of acute frustration with the visual implementation of the construction system that doesn't match the given developer's promises in screenshots. Hä? The Breath Edge agency is trying to take care of its customers' mental health, therefore I have to start stimulating your brain to create... Almost perfect. However, your biometric data shows a fit of acute frustration with the visual... Your construction system. Hä? Weil er jetzt die Augen zugemacht. So, geh in das Modul. Okay. Hä? Warum läuft hier ein Eichhorn rum? Was ist denn das für ein Quatsch? Should look more attractive now, but there may be some side effects that are not worth paying attention to. Was ist denn das jetzt? Was ist das denn für ein Scheiß? Warum läuft mir denn hier ein Einhorn übers Bild? Was ist denn los mit diesem Spiel? Was hat er denn jetzt gesagt gerade?
Fast perfekt. Ihre biometrischen Daten zeigen jedoch einen Anflug von akuter Frustration über die visuelle Umsetzung des Bausystems, das nicht den Versprechungen und Screenshots der Entwickler entspricht. Die Breathage-Agentur versucht sich, um die psychische Gesundheit ihrer Kunden zu kümmern. Deshalb muss ich anfangen, ihr Gehirn zu stimulieren, um visuelle Halluzinationen zu erzeugen. Ach Gott, sind die bescheuert, ey. Ihre Konstruktionen sollten jetzt attraktiver aussehen, aber es kann einige Nebenwirkungen geben, die es nicht wert sind, beachtet zu werden. Sie müssen die zentrale Sprechanlage finden. Wenn dort noch etwas unbeschädigt ist und Sie nicht versuchen, es zu reparieren, dann haben wir eine Chance. Das ist so bescheuert. Oh, nee. Das Linienschiff hat funktionierendes Anti-Asteroid-Geschütz. Okay. Wenn du es findest, solltest du versuchen, so nah wie möglich heranzukommen und zu sehen, ob etwas Nützliches drauf gibt. Okay, ja. Diese Lampe ist etwas kaputt, sollte man reparieren. Okay, Sprechanlage. Was ist das hier? Extrahieren. Beschichtung. Nein, ich möchte diese Beschichtung nicht extrahieren. Huch! Oh, hier gibt's auf einmal wieder. Hier gibt es Schwerkraft. Nehmen Erste-Hilfe-Kit. Nehme ich auf jeden Fall mit. Standard-Erste-Hilfe-Kasten. Hier sind auf jeden Fall. Versuchen Sie, die Ventilation freizumachen. Hier, freimachen. Belüftung. Du brauchst einen Greifer. Ich habe gar keinen Greifer. Doch, ich habe einen Greifer. Ah. Belüftung. Was war denn da drin? Ein veredeltes Metall. Na gut. Und hier war ein Kabel drinne. I was correct. The brains clogged the ventilation. Now the security system should shut down. Oh, ein großes Gehirn, fast weich. Es scheint, als hätte der Besitzer dieses Stücks grauber Substanz versucht, die Luftschleuse im Weltraum zu rammen. Es sieht nicht allzu appetitlich aus, es zu essen, aber gleichzeitig sieht es auch nicht allzu ekelhaft aus, es wegzuwerfen. Ja. Naja, gut, also Gehirn. Nun. So, okay. Wir haben den Typen jetzt offensichtlich entfernt. Oder er hat sich selber entfernt, wie auch immer. Macht nichts, er ist jetzt auf jeden Fall weg. Und wir können jetzt einfach mal dieses Schiff hier untersuchen. Ist ja mega cool. Ich bin etwas begeistert. A detailed plan of the service module. If you find the missing information, you can create such a module yourself. Who knows for what purpose? So, okay, wir sollten das hier mal scannen. Mittleres Service-Modul. Was hat er gerade gesagt? Versuchen Sie, Ventilation freizumachen. Ich hatte recht, das Gehirn hat die Belüftung verstopft. Nun sollte sich das Sicherheitssystem abschalten, was es ermöglicht, die Türen von innen manuell zu entriegeln. Ein detaillierter Plan des Service-Moduls. Wenn Sie fehlende Informationen finden, können Sie ein solches Modul selbst anlegen. Wer weiß, zu welchem Zweck? Das ist eine gute Frage. So, ob es hier irgendwelche Lebensformen oder sowas gibt? Oh, hier ist auf jeden Fall irgendwas kaputt gegangen. Nehmen wir mal den Kasten mit. Was ist hier los? Hier ist eine Lampe oder sowas. Was ist das hier? Hier ist nichts. Hier kann man auf jeden Fall einen Soda-Automaten benutzen. Hä? Was? Was? Ich habe da mein Hühnchen reingesteckt und es kam Zeug raus. Ja. Ich frag gar nicht erst. Ich frag gar nicht erst. Warum auch? Warum sollte ich jetzt wissen wollen, warum ich dieses Hühnchen da reinstecke und dann Zeug bekomme? Nee. Hier sind Nahrungspakete. Also hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Zeug. Dem Typen geht es scheinbar nicht ganz so gut, wie es ihm gehen sollte. Traurig, traurig. Pech. So, ich mache mir hier ein bisschen Licht an, damit ich auch mal was sehe. Hier sind auf jeden Fall große Sauerstoffkerzen. Hier liegt noch ein bisschen was zu essen rum. Und ich kann mir hier an diesem Automaten... leerer Soda-Automat. Der ist leer. Okay, ich konnte mir an diesem Automaten ein bisschen Zeug ziehen. Jetzt ist er aber leer. Also geht das nicht mehr. So, okay. Wir gehen mal nach hier drüben. Jetzt sind wir auf der Brücke. Hier sind auf jeden Fall Leute. Ja. Okay. Vor der Verwendung dieses Wasser empfiehlt es sich, es zuerst zu kochen und dann auszugießen. Okay. Warum sollte man es dann...
Hä? Was? Okay. Scheint so, als wären sie während des Unfalls mit dem Kopf gegen die Konsole geprallt, die nun nicht mehr funktionsfähig zu sein scheint. Es ist schade, dass Airbags im Raumschiffen nicht vorgesehen sind. Der Beobachtungsposten war vor dem Absturz beschädigt. Alle Datensätze fehlen. Sieht aus wie eine Ablenkung. Okay, schade, dass ihr... Ja, das ist ärgerlich. Aber kein Strom. Hier gibt's keinen Strom. Was ist das hier? Hier ist ein Bier. Hier ist nochmal Wasser. Unlike modern radios scattered throughout the area, this one uses outdated technology that even you can reproduce, probably. Okay, im Gegensatz zu modernen Radios, die über das gesamte Gebiet verstreut sind, verwendet dieses Gerät veralte Technologien, die selbst von dir reproduziert werden können. Also wahrscheinlich zumindest. So, ich brauche einen Scanner. Und scanne mal dieses Radio. Eine neue Blaupause für ein Radio bekommen. Sehr schön. Das haben wir jetzt. Kann man hier irgendwas aus diesen Spinden nehmen? Nein, geht nicht. Hier liegt noch ein wenig Plastik rum. Das nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich Plastik wahrscheinlich gebrauchen könnte. Physik in 50 Bänden. Hier ist wieder so ein Buch. Was ist das hier? Das ist eine Zigarette. Die möchte ich nicht. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Leichen. Also hier hat es offensichtlich die Leute einfach mit voller Wucht gegen ihre Konsolen gedrückt. Deswegen sind sie tot. Beziehungsweise bei dem hier nicht. Der ist... der lebt noch. Der zittert ein wenig. Kommen Sie mit. Ich lege Sie mal hier hin. So. Und lasse Sie da einfach liegen. Okay. Ansonsten sind hier nur irgendwelche riesigen Container. Ja, Sie benötigen einen speziellen Pass, der nur zu den Passagieren bzw. zu den Piloten, was hat er gesagt? Sie benötigen einen speziellen Pass, der nur für Mitarbeiter des Linienschiffes ausgestellt wird. Benutzen, Sprechanlage. The interphone is out of order, which is to be expected from a commonplace indie video game where the main gameplay is based on... Oh, wait, it actually is in order. However, communications are down and the antenna needs to be fixed. Again. Die Sprechanlage ist außer Betrieb, was von einem gewöhnlichen Indie-Videospiel zu erwarten ist, bei dem das Hauptgameplay basiert auf... Moment. Sie ist doch in Ordnung. Die Kommunikation ist jedoch unterbrochen und die Antenne muss repariert werden. Schon wieder. Du musst die Antenne reparieren. Ja, okay. Dann würde ich sagen, reparieren wir doch die Antenne. Ja, okay. Gut, Antenne reparieren, Antenne reparieren. Dazu müssen wir irgendwo hin, wo wir eine Antenne haben, die wir reparieren können. Das ist da hinten in 32 Metern. Dann renne ich mal wie ein Bekloppten dahin und guck mal, ob ich diese Antenne reparieren kann. Ich hoffe es einfach mal, dass sie zu reparieren... Dass sie zu reparieren ist. Ja. Gehen Sie da runter. So, kleine Luftschleuse. Und raus ins Weltall. Da hinten ist Action vonnöten. Dann schwebe ich da mal hin. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das ist irgendwo da oben. Ist das vielleicht hier oben drauf? Mal gucken. Da hinten ist eine Antenne kaputt. Ne, die ist da unten. Aber die hier ist auch kaputt. Muss ich die reparieren? Ich habe keine Ahnung. Sieht nicht so aus. So, wo ist sie denn? Hä? Sie ist da drin? Nein, ich wollte nicht pinkeln. Ach. Hier ist doch die Antenne, oder nicht? Das sind doch Antennen. Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn... Hä? Muss ich hier rein? Nein. Das muss irgendwo anders sein. Das ist irgendwo da unten. Ich glaube, da muss ich nochmal... Hä? Ich brauche erstmal nochmal Sauerstoff. Ich fliege nochmal nach vorne. Und hol mir nochmal ein bisschen von dem guten, harten Zeug. Genannt Sauerstoff. So, wo ist denn das? Wo ist denn der Eingang? Hä? War der hier unten? Wo ist denn jetzt nochmal der scheiß Eingang? Ach, hier unten beim Moped, ne? Ja, Sauerstoff ist nicht unbegrenzt. Das weiß ich wohl. Lass mich rein. Dann hol ich mir welchen. Er sagt auf jeden Fall, wenn ich hier reingehe, ich soll wieder nach da unten. Aber ich will nicht nach da unten. Wenn ich nach da gehe, das ist Quatsch. Die Antennen richten. Ach so, ich soll sie richten. Hä? Ich denke, ich soll sie fixen. Also doch. Hä? Ich komme doch aber nicht da rein. Öffnen. Technikerkarte benötigt. Schlagen.
Du brauchst einen handlichen Schaber. Achso, ich kann die Tür aufbrechen. Wie lange soll ich denn da dagegen kloppen? Das könnte ein bisschen dauern. Mist. Mein handlicher Schaber ist kaputt gegangen. Ah. Verdammt. Vielleicht kann ich mir ja nochmal so ein Ding bauen. Also so eine Station, wo man mal Sachen zusammenlöten kann. Ich habe hier, glaube ich, keine gesehen. Ich weiß es nicht, ob ich hier drinnen irgendwas machen darf. Ich probiere es einfach mal aus. So. Und wir bauen mal. Sauerstoff, Strom, Luftschleuse. Forschungstisch. Ich kann keinen bauen. Unzureichend Ressourcen. Dickes Isolierband und Harz 2. Ich habe natürlich beides nicht dabei. Warum auch? Es hat mir ja keiner gesagt, dass ich Harz 2 brauche. Ja, super. Und dadurch, dass ich das wieder nicht hier unten habe, heißt das wieder, ich muss wieder nach oben fliegen. Oh, Mano. Das ist nur Sauerstoff, ne? Genau. Och, nö. So, und hier ist ja nichts. Also hier ist kein Dingens, womit ich irgendwas bauen kann. Na gut. Okay. Dann brauche ich mein Moped. Und muss mir das Zeug halt mal eben holen. Ich weiß gar nicht, was war das? Ach, muss ich oben nochmal gucken. Ich schwebe einfach nochmal nach oben. Ich hab's gerade vergessen. Was war das? Harz und... Ich glaube Isolierband, ne? Ja gut, schweben wir nochmal fix nach oben und holen den Krempel. Es wäre so viel einfacher, wenn man sich beamen könnte. Aber, ja, Klebeband, ne? Genau. Duct Tape, Jo, Harz und Klebeband. Na gut, schauen wir doch mal. Jo, wie haben wir eigentlich? Da haben wir ein paar Minuten. Okay, dann bauen wir auf jeden Fall noch diese Baustation da irgendwie rein. Ich hoffe mal, dass ich die da reinbauen kann. Weil das weiß ich nämlich gar nicht, ob das einfach so geht. Und wenn wir die dann haben, müssen wir irgendwie versuchen, unsere Ressourcen nach da unten zu bringen. So, okay. Also. Wir brauchen Sachen, die wir nicht mehr haben. Mist. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Klebeband habe ich nicht und ich habe auch kein Dingens mehr. Hm. Schade. Was kann ich denn mit diesen Dingern eigentlich machen? Erste-Hilfe-Kästen. Ach, Gesundheit. Ah, bring mir Gesundheit. Schön, 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 schön. So, ja, also ich habe kein Klebeband hier. Ich kann mir auch keins bauen, weil ich nur einmal Gummi habe. Generator. Ja, Klebeband und zweimal Zeugs, Ressourcen. Ich brauche zwei Gummi dafür. Ich habe gerade keine Ahnung, wo Gummi ist. Ich werde das auf jeden Fall noch machen. Gummi. Wo könnte denn hier Gummi sein? Wahrscheinlich in irgendeiner Kiste. Kisten. Wo waren jetzt Kisten? Jetzt muss ich gerade überlegen. Wir hatten auf jeden Fall ein paar Kisten gesehen. Ja. Wir hatten auf jeden Fall ein paar Kisten gesehen. Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr, wo die waren. Verdammt nochmal. Wo waren diese ollen Kisten? Waren die da hinten? Das könnte sein, ne? Mal gucken. Dann muss ich mir noch irgendwo Harz mitnehmen. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich das jetzt... Ach doch, das Harz konnten wir uns irgendwo wieder abfüllen, ne? So, hier könnte was... Ah, ich habe ja... Nein! Moment, ich muss mir erstmal wieder einen handlichen Schaber bauen, sonst kann ich die Kisten nicht kaputt kloppen.
Na gut, wenn ich mir hier oben den handlichen Schrauber bauen kann, dann brauche ich ihn eigentlich auch nicht unten nochmal zu bauen. Hm. Dann machen wir das anders. Ich baue mir jetzt einfach mal einen handlichen Schrauber. Vielleicht auch gleich zwei Stück davon. Geh mal auf hier, du Tür. So, Ausrüstung, Werkzeug. Einen handlichen Schrauber. Und noch einen handlichen Schrauber. Wir bauen einfach mal zwei, dann haben wir wieder einen auf Reserve. Kann ja nicht verkehrt sein. So, jetzt habe ich das Ding auf jeden Fall und ich kann nochmal unten wieder einbrechen. Ja, gut, das, okay. So viel dazu. Gut. Dann schweben wir wieder nach unten. Haben wir nichts Besseres zu tun. Sag mal, hier schwebt doch auch sau viel Ducktape rum. Diese riesigen Rollen, kann man die nicht für irgendwas verwenden? Kann man die abbauen vielleicht? Das wäre doch mal eine Idee. Ich meine, es ist immerhin hier. Aber ich kann damit nichts machen, ne? Ich kann es nicht abbauen. Ich meine, wer braucht so großes ne, Klebeband? Wo ist der Moped? Da ist das Moped. Wie gesagt, wer braucht so ein riesen Klebeband? Aber es ist ja da. Es ist ja hier und es muss ja irgendeinen Zweck haben. Außer, dass es Deko ist. Schade. Es ist scheinbar nur Deko. Man kann es halt nicht abbauen. Blöd. Okay. Wir schweben mal ganz fix mit dem Moped nach da hinten. Es wäre auf jeden Fall noch interessant, hier die Gegend noch so ein bisschen zu erkunden. Weil ich schätze mal, hier ist auch noch irgendwo Zeug. Was ist das für eine riesen Schüssel? Ja. Ich komme ja schon. Ich weiß, dass Sauerstoff nicht unbegrenzt ist und ich jetzt eigentlich nach da hinten schweben muss. Um da wieder da reinzukommen, um die Tür aufzubrechen. So. Okay. Jetzt schweben wir. Fahrzeuge verboten. Ich weiß. Nein. Willst du mich verarschen? Der verarscht mich doch. Nur weil ich gegen das Moped gedotzt bin. Oh. Kann ja wohl nicht wahr sein. So ein Mist. Sowas. Oh Gott, ey. Bin ich gegen das Moped gedotzt. So, okay. Wir versuchen einfach mal die Tür aufzubrechen. So, du Tür. Jetzt geht's dir an den Kragen. Jetzt wirst du sterben. Gleich. Dauert einen Moment. Sie ist etwas haltbarer. Ich hoffe mal, dass ich da irgendwas bekomme oder dass ich hier nicht irgendwelchen großartigen Schaden anrichte, den ich nicht mehr reparieren kann. Pam! Errungenschaft freigeschaltet. Zerstörer. Sehr gut. Diese Tür ist weg. Ja. Okay, was hat er gerade gesagt? Ich lese es euch wieder vor. So, die Antenne ist auf wundersame Weise intakt geblieben. Sie können mit den Debuggen beginnen. Aber wo ist die Antenne? Ich wollte die Audiodatei aus dem ersten Kapitel verwenden, um die Entwicklungskosten zu senken. Ja, super. Ach Mann, die sind so doof, ey. Sieht so aus, als wäre es nicht die Antenne gewesen, die das Problem verursacht hat, sondern dieses kaputte Kabel. Sie müssen sich darum kümmern. Okay, mache ich. Kaputtes Kabel, neutralisieren. Nehmen wir unser Huhn und reparieren Kabel. So, ich glaube nicht, dass es helfen wird. Reparieren. Du brauchst ein Reparaturwerkzeug. Das habe ich. Ich habe ein Reparaturwerkzeug. Jetzt ist nur die Frage, wo ist es? Da ist es. Wir neutralisieren wieder den Strom auf unser Huhn und reparieren den Krempel hier. Zack. Ah. Okay, wir müssen wieder den Strom wegmachen und das Kabel weiterhin reparieren. So. Oh Gott, ist das doof. Ja! So, jetzt ist es repariert. Zack. Das Problem mit dem kaputten Kabel ist gelöst. Versuchen Sie jetzt ein Signal mit Normandie aufzubauen. Was? Das grüne Universum war hier. Es ist dumm, selbst für, die Radikalen des grünen Universums. Ja, okay, ich glaube, er hat irgendwas... Ja, okay. Ich möchte es gar nicht wissen, er hat irgendwas verloren. Seine innersten Werte hat er verloren. Ja. Gut. Haben wir? Dann versuche ich jetzt nochmal die Signale aus der Normandie abfangen. Hm. Wie geht denn das?
benutzen. Sprechanlage. Typ. Baue ein Service-Modul. Ja, Moment. Wenn uns jemand hören kann, das ist die Crew des Bestattungsshuttles Normandie. Wir haben etwas Wasser, Essen und einen coolen Kapitän, der sogar strahlensicher ist. Unser Shuttle ist etwas beschädigt, aber der Kapitän versucht, ihn zu reparieren. Wenn Sie uns hören können und gerettet werden wollen, warten wir auf Sie an folgenden Koordinaten. Okay, den Datensatz entschlüsseln. Kann ich gerade nicht. Was hat er gerade gesagt? Er hat mir wieder mal dazwischen gequatscht. Es ist erstaunlich, dass Sie noch leben, selbst bei einem... Ja, es ist erstaunlich, dass Sie noch leben. Selbst bei einem ernsthaften Rückgang der Aktivitäten des Kerns muss es dort immer noch extrem unangenehm sein. Haben Sie jemals von Kannibalismus unter Astronauten gehört? Selbst wenn man den übermäßigen Verbrauch von Wasser und Nahrung berücksichtigt, wäre es nicht einfach, darauf zurückzugreifen. Ja, und wir haben noch Sonstiges. Achtung, Überlebende. Der Rettungsshuttle Hoffnung wurde vom nächstgelegenen Evakuierungspunkt zu Ihnen geschickt. Aufgrund eines leichten Motor... Ach nee, das war der erste. Okay, die zweite. Wenn es jemand hören kann, das ist die Crew von der Spalte. Ah, das hatten wir schon. Okay. Hatten wir schon. Scannen. Okay, ich brauche einen Scanner. Wo ist denn mein Scanner? Scanner. Da. Einmal scannen. So. So funktioniert es... was? So funktioniert es eigentlich? Nee. So funktioniert es also eigentlich. Wie interessant. Den Datensatz entschlüsseln. Verschlüsseltes Band benötigt. Wir brauchen ein verschlüsseltes Band. Baue ein Service-Modul.